Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 248. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Dennis. Ja, hallo, servus. Der hustende Herr Marvin. Ja, hallo. Der Basti, der noch auf der Arbeit festhängt. Gute. Und neu im Team, Frau Alex. Hallöchen. Welcome back, welcome back. Wer ist denn das? Irgendwie erinnert mich die Vorstellung gerade so ein bisschen an Bauer sucht Frau, wo auch jeder irgendwie so einen Spitznamen bekommt, ne? So der rüstige Rentner Paul, der hustende Marvin, der im Büro sitzende Basti. Der René könnte unsere neue Inga Bause werden. Ja, der Einzige, der keinen Titel bekommen hat, war Dennis. Das weiß, rate mal, warum. Dennis ist aber der paradiesische Feuervogel, das wissen wir doch schon. Das stimmt, das war er schon immer. Das wird er auch immer bleiben. Oder einfach der durstige Dennis, ja? Oh je. Ach. Ja, tu nicht so, es beschreibt dich ganz gut. Ich schweige und genieße, ja. Ja, ich merke das schon, Nur gut. Herr Dennis, wie durstig waren Sie denn bei den 15 Torschüssen, die die Eintracht gegen die TSG aus Hoffenheim am vergangenen Spieltag abgeliefert hat? Leider gar nicht durstig. Ich konnte es auch tatsächlich nur am Fernseher verfolgen. Hat aber sogar noch geklappt, die komplette, ja, ich sag mal, taktische Leistung der Eintracht zu sehen. Man muss sagen, es wurde ja jetzt viel runtergeredet und ich bin da auch auf der Seite von Kovac zu sagen, die Diskussion läuft ein bisschen in eine falsche Richtung. Es wurde nur noch von übertriebener Härte und die neue Manier der Eintracht gesprochen. Ich fand, es war teilweise auch taktisch wirklich sehr ansehnlich, ein paar schöne Spielzüge dabei und im Großen und Ganzen kann man mit dem 0-0 auch zufrieden sein. Fassen wir es da gerade nochmal zusammen. Genau, Endergebnis 0-0. Wir hatten klar mehr Torchancen, aber das Spiel war eigentlich bestimmt durch einen nicht aufkommenden Spielfluss, durch ja viele Zweikämpfe. Ich will jetzt nicht mal von wirklich Zweikämpfen mit übertriebener Härte sprechen. Da waren zwar auch ein paar dabei, aber generell kann man sagen, eigentlich zwei taktisch sehr gut stehende Mannschaften, die halt ja, es sich gegenseitig quasi so taktiert haben, dass es eben nicht dazu gekommen ist, irgendwie einen Spielfluss aufzubauen, was dann ja erweitert wurde durch hereinfliegende Mexikaner, die versuchen, Torwörter umzutreten und Abrahams, die versuchen, Wagners ins Koma zu schlagen. Ja, klar. Klar, aber ich meine, wie du es eben schon angedeutet hast, es waren zwei Mannschaften, die unglaublich hoch standen und die eigentlich einen krassen Wandel durchgemacht haben. Wir können jetzt hier viel darüber erzählen, dass wir keine Tore gesehen haben und so weiter und so fort. Aber nimm dir mal die Eintracht und auch Hoffenheim Anfang des Jahres und setz die Schablone, die du jetzt am Freitag gesehen hast, mal drüber. Da siehst du einen unglaublichen Fortschritt, auch einen spielerischen Fortschritt von zwei Mannschaften, die jetzt taktisch viel klüger agieren als noch Anfang des Jahres. Und für mich war das ein Spiel, was irgendwie auch ein bisschen auf Messerschneide war. Beide haben relativ hoch gestanden. Es gab immer wieder Möglichkeiten, gerade von der Frankfurter Eintracht. Es ist ja kein Tor gefallen. Na klar, dass jetzt die brutale Komponente noch dazu kommt, Geschichte, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber ich muss sagen, vom Spielerischen hat es ihn gerade verschluckt, würde ich sagen. Ja, aber ich muss dem Marvin recht geben. Ich habe das echt als fast schon ein Topspiel empfunden. Und beide Mannschaften haben das geliefert. Viele sagen jetzt, es waren gedreht und so. Aber Hoffenheim hat auf technisch echt krassem Niveau gespielt. Also das hat mich teilweise echt fasziniert. Und wenn du überlegst, wie Hoffenheim die letzten Wochen aufgetreten ist und wie die Eintracht, die im Grunde genommen trotzdem den größten Teil neutralisiert hat. Ich sag's mal so, was ich aus dem Spiel mitgenommen habe. Die Eintracht steht tatsächlich zu Recht auf Platz 5, ehrlich gesagt. Ja, würde ich auch so unterschreiben. Alex, wie siehst du das denn? Ich sehe das irgendwie ein bisschen anders. Ich hatte da aber auch, ich glaube, ich habe auch ein anderes Spiel gesehen wie der Rest der Welt. Also ich hatte im Stadion einen ganz anderen Eindruck von dem Spiel, als die ganzen Zusammenfassungen irgendwie schildern. Ich habe das Abraham-Foul, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Also mir sind ganz, ganz viele Szenen sind mir offensichtlich angegangen. Und klar, was ihr gesagt habt, ne, im Mittelfeld gut neutralisiert, lag daran, dass beide taktisch sauber gestanden haben.
Aber ist halt nicht so der Fußball, den ich mag. Also mir hat das Spiel keinen Spaß gemacht anzugucken. Ja, kann ich verstehen. Mir war es Ja. an dem Abend auch ein bisschen, also das war nicht das, was sich mitgerissen hat. Diesen Eindruck, den ich jetzt geschildert habe, den habe ich auch erst jetzt. Also ich bin auch aus dem Stadion gegangen und habe gedacht, na, hier wäre was gegangen. Aber wenn du das, was der Marvin gesagt hat, wenn du diese Schablone wirklich mal drauflegst, die Eintracht hat gegen eine Top-Mannschaft gespielt, die Köln auseinandergerissen hat und wir brechen als nicht ein. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwie irgendwann kommt mal dieser Rückschlag. Wir haben Dortmund geschlagen, wir haben zu Hause, haben gegen Hoffenheim das echt stark gemacht. Und ich bin jetzt mit bisschen Abstand bin ich echt hochzufrieden. Also wie gesagt, die Eintracht, ich wiederhole es nochmal, aber die Eintracht steht tatsächlich sehr, sehr zurecht auf Platz 5. Und das ist jetzt keine Momentaufnahme mehr. Also das ist einfach so. Die Eintracht ist so gut gerade, glaube ich. Also ich kann Ja, da wir haben beide. vor allen Dingen. Sorry. Ich kann da beide Seiten verstehen. Mir ging es ähnlich wie Alex. Es war jetzt kein Spiel, wo ich jetzt wirklich Spaß hatte, beim Zuzuschauen, aber ich glaube, es war halt auch wirklich einfach eher so ein Spiel für so Taktikmenschen, die halt wirklich ganz genau sehen wollen, wie sich die Linien da verschieben. Mir ist dann immer so ein Spiel mit vielen Toren und wo halt auch einfach so ein bisschen Action passiert, einfach lieber. Also vielleicht, das liegt auch einfach, glaube ich, so ein bisschen daran, was man an der Stelle dann erwartet. Aber ich glaube, das ist schon, wie Basti auch gesagt hat, zwei Top-Mannschaften, die da aufeinander getroffen sind und da ist Basti rausgeflogen. Man muss ja auch bedenken, dass Hoffenheim nach wie vor noch ungeschlagen ist in der Liga. Das will ja auch was heißen. Und die haben ja jetzt auch nicht nur gegen Graupen gespielt. Ja, also von daher, ja, Topspiel, aber halt auch für mich eher so ein Topspiel, was ich nach 20 Minuten gerne ausgeblendet hätte, so ein bisschen. Ja, so richtig in Topspielcharakter sehe ich das noch nicht, weil beide Mannschaften halt defensiv unheimlich ordentlich da gestanden haben, aber auch beide ein Problem in der Offensive haben. Und ich glaube, da hat die Eintracht tatsächlich auch noch ein Problem. Wir haben offensiv erst Akzente setzen können mit der Einnahme, mit der Hereinnahme von Rebic. Es ist ja bei uns vorne einfach gar nichts gegangen. Und wenn man sich einfach mal unser Sturmtrio Seferovic, Meier, Gotter anguckt, mit denen geht halt auch echt nicht viel. Ja, wobei Meier, glaube ich, auch in der ersten, hatte er nicht auch in der ersten Halbzeit so mindestens eine typische Meier-Chance, die er eigentlich hätte machen müssen. Und ich meine, wir hatten ja 15 Ja, Schüsse 5 aufs Meter Tor. vom Tor. Ja. Ja, also da waren ja genug dabei gewesen, die unter anderen Bedingungen locker drin gewesen wären. Also von daher so schlecht fand ich jetzt unsere Offensive da nicht, wenn wir mal durchgekommen sind, ja. Aber du hast da schon was angesprochen mit der Hereinnahme von Rebic in der, lasst mich gucken, wann war es, irgendwie paar 60. Minute, ja, 61. Ist das ganze Spiel nochmal so ein bisschen belebt worden. Ich glaube, also er war jetzt für mich schon noch so ein bisschen hinter dem her, was wir eigentlich haben wollen. Also vielleicht erwartet man da von ihm noch ein bisschen mehr, aber man hat schon gemerkt, dass er den Spielfluss doch ein ganzes Stück nach vorne gebracht hat. Er wurde ja auch krass angezählt in der Woche davor, ne? Also da Das hat ihn stimmt. ja Kovac einfach öffentlich auch mal abgewatscht, hat ihn dann gebracht und da hat er einfach gezeigt, dass er Biss hat, dass er will, und hat versucht, sich zu zeigen. Und der hat offensiv so viele Akzente nach vorne gesetzt. Also das waren dann tatsächlich die Passagen, auf die ich echt Bock hatte und mitgerissen haben. Er hat auf der rechten Seite zusammen mit Schindler ein echt richtig gutes Spiel gemacht. Und halt dem Spiel das gegeben, was es vorher nicht gab, nämlich mal ein bisschen Abwechslung, mal irgendwie was Unerwartetes gemacht, mal einen Raum aufzumachen, der vorher nicht da war, nämlich mal genau aus diesen Formationen auszubrechen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Auch mal erfolgreiche Einzelaktionen von Rebic. Du hast das ja gesehen, das war natürlich dieser krasse Unterschied zu Seferovic, der wirklich, ja, eher ja, ja keinen schwarzen Tag, aber ja wirklich, ihm ist ja nicht viel gelungen, auch so diese Einzelaktionen, mal einen stehen lassen, mal einen Takt, mal wirklich einen guten Laufweg. Das hast du schon gesehen, wie du es schon richtig sagst, Alex. Durch Rebic kam da nochmal, ja, so ein bisschen Frische rein. Er hat auch wirklich dann mal seine Klasse teilweise auch gerade so in Anführungszeichen im 1 gegen 1 gezeigt gehabt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Das hat uns natürlich jetzt aber auch wahrscheinlich in der Situation so positiv beeindruckt zu der Situation, weil Seferovic einfach entsprechend extrem schwach war auch an dem Tag und ihm eigentlich auf der Position wirklich nichts gelungen ist. Da ist So war Seferovic zumindest aber mein auch falsch Eindruck. aufgehoben. Also Seferovic ist ein Spieler, den kannst du vorne hinstellen, was der es richtig gut macht und auch kann, ist, du schlägst einen halbwegs langen Ball auf ihn, er hält den für ein paar Sekunden, setzt sich gegen Spieler durch, und wartet dann, bis das dahinterliegende Mittelfeld mitgekommen ist und geht dann vorne in die Spitze. Das Problem ist aber, der weicht halt
danach, nachdem er den Ball gehalten hat und wieder zurück ans Mittelfeld gegeben hat, weicht er in alle möglichen Räume, aber nicht da, wo einer ist. Also dann geht er irgendwie aus dem Flügel, dann versucht er von hinten den Ball nochmal zu holen. Der ist nie im 16er zu finden, der ist nie anspielbar. Und ich habe von ihm seltenst gesehen, dass er irgendwo mal eine Lücke aufreißt, wo er reingehen kann, wo er anspielbar ist. Also der, wie gesagt, dieses Ball halten und warten, bis der Rest nachrückt, finde ich top. Aber was danach kommt, ist halt einfach irgendwie so, wo will er denn jetzt hin? Also ich finde, da verhält er sich nicht sehr klug, und das hat ein Rebic deutlich besser gemacht. Ja, mir hat Rebic auch gut gefallen. Wie du schon gesagt hast, er hat eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt, halt auch, er wurde ja angezählt. Wenn er so immer spielt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Eintracht sich wirklich Gedanken darüber macht, ihn über diese Saison hinauszuhalten. Also ich würde es auf jeden Fall machen, weil der hat schon ein paar Mal angedeutet, dass er richtig Potenzial hat. Wenn er das irgendwie konstant mal auf den Platz bringt, finde ich den eine super Option für rechts. Auf jeden Fall. Ich glaube, da sind wir uns im Podcast relativ einig. Ich glaube, ich packe genau sagen, was. Wir haben das ja ziemlich früh auch schon gesagt. Also ja. Ich finde, das der Marvin, das Einzige, was ich auch noch im Kopf habe, was der Marvin, glaube ich, letzte oder überletzte Woche gesagt hat, dass man irgendwie hoffen muss, dass er verletzungsfrei bleibt. Aber ich glaube, wenn du den hinkriegen würdest, dann wäre das jemand, der wahrscheinlich das Dreifache von dem mindestens wert ist, was wir jetzt zahlen müssten. Also ich würde es ich glaube, ich würde dieses Risiko, auch wenn es immer noch ein Risiko ist und du jetzt gedacht hast, vielleicht wäre man jetzt schon ein bisschen schlauer, aber eigentlich sind wir es immer noch nicht. Ich würde es trotzdem immer noch eingehen, ehrlich gesagt. Ja. Stand jetzt. Welche Kosten jetzt würde denn holen. Ungefähr nochmal auf uns zukommen? Was war da? 3,5 Millionen waren das, glaube ich. 3,5 Millionen. Die Sache ist halt, du siehst ja, du hast ihn ja jetzt angezählt und er hat eine Reaktion gezeigt. Genau, das ist gar nicht so typisch. Es gibt so viele Spiele, wo dann einfach nichts kommt. Genau. Und bei ihm siehst du, okay, er kann wenigstens, Kovac kann hier ansetzen. Und das ist für mich schon mal ein positives Zeichen. Und ich stimme euch ansonsten überein. Also das ist eine Personalie, die uns vielleicht mit einer ordentlichen Winterpausenentwicklung, einem Trainingslager noch weiter Freude bereiten kann. Finde ich auch so. Ansonsten, was mir bei dem Spiel noch aufgefallen ist, der Marvin, er wollte später drüber sprechen, aber so ein bisschen ansprechen kann man es schon, was ich cool fand, dass die Eintracht erneut das gezeigt hat, was mich sowieso schon die ganze Zeit unter Kovac begeistert, dass die Eintracht dagegen hält einfach. Ja, die Eintracht lässt sich jetzt auf Deutsch gesagt nicht mehr verarschen. Also wenn da jemand kommt, so wie Wagner, der mein absolut spezieller Freund geworden ist, sowieso vorher schon und jetzt sowieso, die sagen, was ist los? Und dann brettern die den auch mal um und sagen, ja, was ist jetzt? Wenn ich mich an Zeiten erinnere, wo Aigner und Meier da rumgelaufen sind und auf den Boden geschaut haben, sobald es irgendwie ruppiger wurde, die sind vorbei. Da sind jetzt Leute auf dem Platz, die sagen, was ist los? Gar nichts, hier geht mal gar nichts. Und die Leute, die Eintracht kann, die kann sowas auch entgegnen. Und das ist auch ein nicht zu unterschätzender Faktor bei allem taktischen und bei allem einstellungsmäßigen. Dieses, ich weiß noch ganz am Anfang, von der letzten Saison haben wir uns immer gewünscht, dass die Eintracht auch mal Pasis auf den Platz kriegt. Haben der Marvin und ich uns sogar gewünscht, dass Kevin Prinz Boateng hierher kommt. Ja, oder sonst. Ja. Und, aber diese Mentalität, die haben wir jetzt, ehrlich gesagt. Das haben wir jetzt schon mehrfach bewiesen. Und das ist gerade in so Spielen, wie wenn es in Augsburg ist oder jetzt gegen Hoffenheim oder auch wo wir zu Hause gegen die Hertha gespielt haben, solche unangenehmen Mannschaften, kann die Eintracht auch mithalten und gegen die, die uns ein bisschen Platz lassen, auch. Also ich bin momentan sehr, sehr, sehr positiv eingestimmt, ehrlich gesagt. Ich habe auch das Geile daran ist, aber... Ja, okay. Erzähl. Hau rein. Nee, erzähl doch. Das Geile daran ist halt, dass wir das Ganze schaffen ohne diese Assi-Typen. Ne? Also ich meine, ein Zambrano ist auch immer jemand gewesen, der reingegangen ist, aber da hast du auch jedes Mal, wenn der ausgeholt hat, die Luft angehalten und gedacht, oh Gott, gleich gibt's die Rode. Der hat halt auch kein Maß und kein Ziel gehabt. Und ich habe halt das Gefühl, dass wir jetzt eigentlich mit Schwiegermutters Liebling auf dem Platz stehen, die aber trotzdem einen Ellenbogencheck auspacken können und trotzdem zeigen können, wo es lang geht und sich nichts gefallen lassen. Also von denen ist ja keiner irgendwie so dieser typische Boateng oder auch ein Zambrano. Ja. Ne? Das sind ja alles keine Raubeins. Das sind ja alles hier diese nett lächeln, lustig aussehen, winken. Ne? Ja, aber trotzdem, wobei es der Ferro schon in...
Seferovic geht schon in die Kategorie. Also wir Mascarell haben da einige Spieler. Okay, das stimmt. Mascarell auch. Und gut, die anderen sehen halt unscheinbar aus, aber auch natürlich auch so ein Chandler, der jetzt aber für mich total und zu Unrecht die rote Karte bekommen hat, was ich ehrlich gesagt ziemlich lächerlich fand. Aber der ist auch keine Unschuld vom Lande. Aber natürlich, wir haben natürlich nicht diese ganz großen Provokateure auf dem Platz. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber du merkst halt, die Eintracht hat hier auch einen Einstellungswandel vollzogen, der jetzt im Laufe dieser Saison wirklich Früchte trägt. Man geht auch auf dem Platz natürlich immer ganz krass gegen den Gegner, das hast du auch gegen Hoffenheim wieder gesehen, teilweise auch übermotiviert, das ist René schon gemeint hat, dass der, unser guter Fabian am liebsten den Torhüter umrennt, aber trotzdem, der geht ran, verunsichert natürlich die Gegner und das ist bei allen Spielern der Frankfurter Eintracht so, du verunsicherst damit die Gegner und dann bringst du noch diese Härte mit rein, deswegen wird ja jetzt schon hier gesagt, ja, Eintracht spielt unfair und so weiter und so fort, aber ehrlich gesagt habe ich auch gar keinen Bock auf das Mimimi, Leute, wir waren letztes Jahr Leidtragende, weil andere Vereine auch so gespielt haben. Ja, ich erinnere nur an Darmstadt und dann hat jeder hier großartig gefeiert, ja, wegen was eine Wundermannschaft, bla bla bla. Ja, ja. Kein Bock, das zu hören. Überhaupt kein Bock und mir reicht das auch. Hm. Die Eintracht spielt so, wie sie als diese Mannschaft, die als Tabellen 18. vor die Saison, in die Saison gegangen ist, die als sichere Absteiger hier gehandelt wurde, spielt sie Fußball, der aktuell erfolgreich ist und wo es hier ums Überleben geht. Und wenn wir uns weiter oben in der Tabelle positionieren wegen dieses Spielstils, dann haben wir leider alles richtig gemacht und die anderen nicht. Zumal der nicht so übertrieben krank ist, wie das dargestellt wird. Also die Eintracht spielt nicht richtig dreckig. Und die Eintracht macht das an gewissen Stellen vielleicht härter und an der einen oder anderen Stelle. Aber mir war diese Darstellung, die es gab, die war mir viel zu übertrieben. Ich habe jetzt keine Sachen von der Eintracht im Kopf, wo ich sage, die Eintracht ist mit die unfairste Mannschaft der Bundesliga oder so. Das ist ein Drecksack. Finde ich gar nicht. Auf gar keinen Fall. Also ich meine, die Szene vom Abraham, die war schon ja, ein bisschen bitter. Aber, ne? Das sind aber wenn du dir die Szene zum Beispiel vom Fabian anguckst, ne? Also er hat gemerkt, oh scheiße, ich komme zu spät. Aber der hat halt die Füße sofort rangezogen. Du hast gemerkt, der will den überhaupt nicht treffen. Also da war ja eigentlich überhaupt nichts dahinter. Und die Szenen werden im Moment einfach hochgebauscht. Ich fand, das war von Fabian eher sogar eine halbwegs faire Szene, weil er ist halt reingegratscht und in dem Moment, wo er merkt, okay, ich werde den erwischen, zieht er zurück. Das hätte man auch anders machen können. Also das zeigt genau das Gegenteil. Zumal die Gegner, gegen die wir spielen, das ja auch, also das ist ja nicht so, dass die Eintracht plötzlich damit anfängt und die Gegner denken, oh, was ist denn los, sondern wir im Endeffekt passen wir uns halt, weil in Freiburg war Freiburg genauso hart wie wir und Hoffenheim. Also sorry, Hoffenheim war mit Sicherheit nicht die brave Mannschaft, die jetzt darunter gelitten hat, dass die Eintracht so hart spielt wie hast du Amiri gesehen? Der ist auch ganz schön der Drecksack, der Junge. Ja? Nee, der Wagner ist auch einer. Das weißt du auch. Ich wollte gerade sagen, wäre der Wagner nicht auf dem Platz gewesen, wäre das ganze Spiel anders gelaufen. Mit seinem scheiß Interview die Woche vorher auch noch. Also, ich bin der beste Stürmer Deutschlands und so. Also, ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass die Außendarstellung so ist, als wenn die Eintracht so gespielt hätte wie Darmstadt und Hoffenheim hätte darunter gelitten. Aber ich fand eher, dass das auf Augenhöhe war. Die beiden Mannschaften haben sich beide nicht viel gegeben. Die Eintracht war mit Sicherheit spielerisch nicht viel schlechter. Ist auch so ein Punkt, den hat Martin im Slack schon gestern angemerkt, dass wir im Prinzip ja nichts anderes machen, als Darmstadt das letztes Jahr gemacht hat, als Darmstadt das vielleicht dieses Jahr tut, als Augsburg es tut. Aber wie Marvin schon gesagt hat, die Mannschaften werden dafür gefeiert und bei uns legt man irgendwie dieses falsche Maß an und sagt dann wiederum, naja, das, was wir machen, ist übertriebene Härte. Wobei man auch nicht außer Acht lassen sollte, dass wir diese Saison schon 39 gelbe Karten kassiert haben. Also wir bestreiten auch unwahrscheinlich viele Zweikämpfe und gehen halt auch manchmal einfach mit einer Verwarnung aus dem Ding raus, was aber auch einfach zu der Art und Weise gehört, wie wir spielen, was jetzt nicht unbedingt aus meiner Sicht übertrieben unfair ist, sondern einfach nur mehr Einsatz im Zweikampf, was ja erstmal prinzipiell nicht schlecht ist. Trotzdem wird das Ganze dann irgendwie von Medienvertretern halt komplett negativ aufgefasst. Also ja gut, aber ich meine, da ist halt auch ein bisschen, also von Seiten der Eintracht ist auch ein bisschen mangelnde, Spielintelligenz irgendwie dabei. Man darf auch nicht vergessen, für Fabian ist es immer noch, das habe ich vor ein paar Wochen schon mal gesagt, immer noch so, dass er sich auch an die Situation, auch an die Angriffssituation in der Bundesliga vielleicht noch ein bisschen gewöhnen muss. Da kann das auch mal passieren. Und auch ist es halt natürlich so eine Frage, ist manchmal auch so ein bisschen schiedsrichterabhängig. Ja, am Freitag haben wir alle gesehen, dass wenn keine Linie drin ist, dann können auch schnell mal gelbe Karten fallen. Also da kommen viele Sachen zusammen. Ich würde trotzdem auch sagen, dass die Eintracht hart spielt, aber nicht unverhältnismäßig hart. Und ich denke, dabei
kann man es ehrlich gesagt auch echt belassen. Wagner, wir haben eben die Personalie Wagner angesprochen. Ich muss sagen, ich sehe den mit, ja, ich wollte jetzt sagen, ich sehe den mit zwei Augen, aber zum Glück habe ich zwei Augen und sehe den logischerweise immer mit zwei Augen. Großartig. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich finde Wagner per se, also den fand ich früher mega unsympathisch. Mittlerweile, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen, schon ein bisschen ein Herz für ihn entwickelt, ja. Aber ist halt für mich ein Spieler, der, ja, doch, natürlich, ein Spieler, wenn der bei uns spielen würde, der würden wir den, glaube ich, auch ganz cool finden. Aber er ist halt ein Provokateur, das merkst du schon. Aber wenn du dir seine Aussagen am Ende anguckst, wo er auch gesagt hat, ja, hier Leute, Chandler, das war keine rote Karte, das finde ich auch irgendwo cool. Also die Eier musst du auch erstmal haben. Also da muss ich auch zugeben, das hat mich so ein bisschen verwirrt. Während des Spiels fand ich ihn unwahrscheinlich nervig, weil er ja doch an so ziemlich jedem größeren Zweikampf irgendwie dran beteiligt war, weil er halt auch einfach viel provoziert. Nicht nur im Vorfeld, sondern auch während des Spiels. Wie er dann auf den Ellbogen von Abraham reagiert hat, dass er dann nicht total ausgetickt ist, hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich glaube, da gibt es auch ganz andere. Ja. Ja, auf jeden Fall, stell dir mal vor, die halbe Fußball-Elite, die ganzen, die alle hier bei ganzen Top-Clubs spielen, die lassen sich doch mittlerweile schon hinfallen, wenn sie von der Tarantel nicht nur hinfallen, ja. Also hinfallen haben sich da einige lassen, aber den Frust, den du hast, wenn du mal vergleichst, wenn du irgendwie was, weiß ich, einem Ribéry oder einem Robben den Ellbogen so ins Gesicht haust, also der geht aber danach war direkt ja mit dem Messer auf dich los. Ne? Ja. Ja, also auf der anderen Seite, er hat halt auch viel auf sich gezogen, was auch, glaube ich, aber auch so ein bisschen seine Rolle ist. Und es ist sein Spielstil. Ja, ja, klar. Es ist einfach sein Spielstil. Und auch diese Aussagen im Nachhinein, so von wegen, ich wollte, dass das fair abläuft und so weiter, da weiß ich halt nicht so richtig, wie ich ihn einschätzen soll. Die einen sagen, absolut cool und souverän gemacht, und für mich fällt das dann eher so unter die Kategorie, halt doch bloß die Klappe. Ja, also wirkte halt teilweise etwas für die Medien gestellt. Es war auch immer genau die gleiche Medien oder die gleiche Sprachwahl. Ich hatte es sowohl auf Sky als dann auch später ARD nochmal Sportschau geguckt gehabt und so weiter. Es war im Endeffekt andere Reporter und es war genau dieselbe Wortwahl und auch das mit dem Chandler. Klar, es ist gut, dass es das wird so einstudiert und das gefällt den Medien, dann bin ich der Held und dann kann ich wieder so weitermachen wie bisher und wir sind uns ja alle einig, dass er definitiv, wenn er immer so wäre, da würde jeder sagen, Mann, was ein super korrekter Kerl. So wirkt es leider ein bisschen scheinheilig, ein bisschen, ach, ich will aber trotzdem noch gute Miene machen und dann fällt das andere vielleicht noch unten runter. Das ist ein bisschen schwierig. Ich finde es auch schwierig zu deuten. Mir hat definitiv auch das, was dann auch die Woche vorher war und so weiter, überhaupt nicht gefallen. Das, man kann sagen, ja, war eine starke Aussage. Andererseits wirkt es schon sehr einstudiert. Ich bin da auch eher auf Dennis' Seite. Ich konnte das auch nicht, ich habe es ihm ehrlich gesagt nicht abgenommen, ehrlich gesagt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass er genau weiß, wie das wirkt, ehrlich gesagt. Ja, das ist auch so ein bisschen mein Problem, dass ich auch so das Gefühl hatte, dass das eigentlich eher, ja, gestellt, geschauspielert war, einfach ganz bewusst mit den Reaktionen gespielt und man hat es ihm irgendwie abgekauft. Das ist natürlich jetzt schwierig zu belegen. Genau, im Endeffekt abhaken und aufs Rückspiel warten und ihn dann anders bekämpfen. Weil was Abraham gemacht hat, ehrlich, also wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, Jungs und Mädels, wenn das ein Spieler von Hoffenheim, wenn Sandro Wagner das gemacht hätte, dann wäre ich ausgerastet. Genau. Ja, richtig, natürlich. Genau, das ist der Punkt. Brauchen wir auch nicht lange drüber zu diskutieren. Also, das wäre eine glatte rote Karte gewesen und da hätte sich keiner beschweren dürfen, wenn er die bekommen hat bei der Aktion. Ja, also da war auch nicht irgendwie aus dem Laufen und irgendwie aus Versehen mit dem Arm. Ja, da war er ganz schon, bewusst. Ja, aber der Arm ein bisschen aus, so, ja, aber natürlich rutscht er ein bisschen aus. Ja, aber du hast gesehen, dass sich da was aufgestaut hat. Das hat sich auch, das hast du auch an der Publikumsreaktion gesehen. Ich gebe auch zu, dass ich es im ersten Moment gefeiert habe, weil ich es nicht ganz genau gesehen habe, weil ich gedacht habe, Abraham und die bekämpfen sich und Sandro Wagner hat ihn auch so ein bisschen geärgert. Und dann habe ich kurz gedacht, oh shit, das kann jetzt rote Karte geben. Und dann bin ich natürlich ausgerastet, als ich gesehen habe, geil, der gibt Wagner noch gelb und Freistoß für uns. Im ersten Moment freut man sich, aber wie gesagt, ich gebe gerne zu, dass wenn Wagner das andersrum gemacht hätte, wäre ich komplett ausgerastet, glaube ich. Ja. Ja, genau. Definitiv. Dann haben wir diese Sache noch zu der Härte der Spieler. Ihr habt ja vorhin was gesagt. Es geht ja im Endeffekt darum, du hast gemerkt,
die Spieler haben alle versucht, so ein bisschen die Grenzen auszuloten. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was ja auch die letzten Tage viel besprochen wird. Die Leistung vom Schiedsrichter Dingert war einfach nur katastrophal. Der hätte viel früher natürlich das unterbinden müssen. Ihr habt die Situation schon angesprochen mit dem Foul an von Fabian. Das ist eine gelbe Karte, dann ist da auch Ruhe drin. Da hat er es noch ein paar Mal versäumt, da Entscheidungen zu treffen. Und die Spieler, du hast das dann auch an so Aussagen von, wie heißt er denn, Oczypka gehört nach dem Spiel, die haben das dann so, die haben sich da richtig hochgeschaukelt und dann so, und dann habe ich dem mal gesagt, was da los ist, als er am Boden lag und da waren wir richtig emotional und selbst ein Oczypka hat gesagt, der Schiedsrichter hat verpasst, da mal Ruhe reinzubringen und dann reiht sich halt meine Grenzen noch weiter aus, dann wird da rumdiskutiert, es kommt zu Massenrudelbildungen, wo wir dann auch der Leidtragende waren, dass Chandler eben unberechtigt mit Rot vom Platz gestellt wurde. Aber das merkst du, das ist alles, finde ich, so diese ganze Diskussion um, hat die Eintracht zu hart gespielt, wenn das Regelwerk es hergibt an dem Tag, nämlich ein Schiedsrichter unterbindet es nicht, indem er gelbe Karten gibt frühzeitig und dann finde ich, ist das völlig legitim, kann sich keiner beschweren und es war jetzt auch nicht so, dass wir reihenweise mit Gelb-Rot dann vom Platz gegangen sind, sondern als dann auf einmal dieser Umschwung kam, wo dann für jeden Furz auf gut Deutsch eine gelbe Karte gezogen wird von Dingert, hat auf einmal auch diese Härte nachgelassen. Also die Spieler, die brauchen gewisse Grenzen, das ist, dass du merkst das, die loten sie aus und umso besser, ja, wenn der Schiedsrichter einen guten Tag hat, dann spielen auch die Spieler entsprechend, wie sie das vielleicht alle gerne sehen würden, keine großen Fouls, nicht sonderlich Dings. Wenn du das verpasst, ist es natürlich eine Katastrophe und dann hast du teilweise eben dieses ruppige Spiel, dieses, jetzt da trete ich halt doch nochmal ein bisschen nach, in Anführungszeichen, oder geh noch mal mehr in den Zweikampf rein, wo ich normalerweise eine gelbe Karte hätte. Heute brauche ich nichts, habe ich nichts zu befürchten. Und dann kommt natürlich auch kein Spielfluss auf. Das ist so, die ganze Kette, eigentlich dieses ganze Spiel hat sich eigentlich schon, hat der Schiedsrichter mit entschieden. Es ist einfach so. Ich glaube, das ist so der wichtige Punkt, den du da angesprochen hast. In der ersten Halbzeit hat das halt komplett laufen lassen und hat versucht, irgendwie mit persönlicher Präsenz und Ermahnung das irgendwie zu lösen und du merkst es so von Minute zu Minute, wie ihm das Thema immer mehr entgleitet und er hat aus meiner Sicht versucht, in der zweiten Halbzeit quasi das Ding nochmal auf Null zu setzen und von vorne anzufangen, was du aber dann nicht kannst. Wenn du den Leuten in den ersten 45 Minuten freie Hand lässt, dann kannst du nicht mit Anfang der 46. Minute sagen, so, und wenn du jetzt einmal falsch hustest, dann kriegst du hier eine Verwarnung. Das funktioniert halt nicht und das war halt das Hauptproblem, dass er diese zwei komplett konträren Varianten gehabt hat, dieses Spiel zu leiten und dann nachher schon wirklich sehr kleinlich war, was für mich einfach auch final dann darin ersichtlich war in dieser Aktion mit Chandler, was für mich niemals, niemals im Leben eine glatt rote Karte ist. Ja. Also, aber da muss man ja auch sagen, finde ich cool, dass er dann gesagt hat, hier Leute, das war auch ein Fehler von mir. An dem Abend hätte ich mich am besten selbst auswechseln sollen. Und da muss ich auch sagen, wenn ich jetzt hier einhake, aber ich will nicht die ganze Zeit, dass wir zu einem Schiedsrichter-Diskussionspodcast werden, weil das ist halt eine Scheißsituation gewesen. Ja, genau. Aber weißt du, es ist halt, damit musst du arbeiten, damit muss die Mannschaft auch arbeiten in dieser Situation. Und es war halt, er hat selbst eingesehen, dass er nicht seine beste Leistung gezeigt hat. Ja, und aus dem aus, weißt du? Mhm. Ja, aber ich finde gar nicht, was Dennis gesagt hat. Das hing ja alles zusammen damit. Ja, eben, was Dennis gesagt hat, war ja keine Kritik, sondern eher nur eine Erklärung, warum das Spiel so gelaufen ist. Ich sehe es nämlich auch wieder, Marvin, diese übertriebene Diskussion, die dann unter anderem im Doppelpass geführt wurden, als hätte Deutschland irgendwie wieder so ein skandalöses Schiedsrichterproblem. Was soll das? Weil, wie du es gesagt hast, der hat es zugegeben, er hat gesagt, mir ist das Spiel entglitten. Und im Endeffekt sehe ich es auch so, mir ist das Spiel völlig entglitten, er weiß das. Aber es ist jetzt auch keiner ums Leben gekommen. Also es geht weiter. Und der ist kein Tor gefallen dadurch. Ja, weißt ja du? Eben. Kein Tor also der hat einfach die. Im Endeffekt, was er gemacht hat, es gibt ja viele Schiedsrichter auch, denen wird das am Ende zugute gehalten. Sagen die, ach, der hat eine lange Leine, der hat den Spielfluss beibehalten, der wollte das Spiel nicht so oft unterbrechen. Das gibt es ja auch dann manchmal, wenn es gut geht, Stimmen, die sagen, super Schiedsrichter, du hast nicht so kleinlich gepfiffen, du hast dafür gesorgt, dass das hier ein rassiges Fußballspiel wird. Das kann ja auch in die Richtung gehen. Spieler haben es ihm halt, im Endeffekt ist das so, wie wenn du, keine Ahnung, wenn du auf 10 Kinder aufpasst und sagst, hier, Leute, wenn ihr euch benehmt, dann könnt ihr hier Spaß haben, machen, was ihr wollt. Wenn die Kinder dann die ganze Zeit anfangen, irgendeine Scheiße zu machen und du denkst, na toll,
Hätte ja aber auch gut gehen können. Die Kinder hätten ja auch Spaß haben können, sich dran halten können. Das ist ja im Endeffekt so. Und dann, ich weiß nicht, ich sehe das wieder Marvin, das ist so eine Schiedsrichter-Diskussion, würde ich auch nicht aufmachen, weil er ja auch keinen bevorteilt oder benachteiligt hat, ehrlich gesagt. Also es ist ja so, die beiden haben ja drunter gelitten. Und eigentlich der größte Verlierer war der Spielfluss im Endeffekt und was dann passiert ist. Aber ansonsten sehe ich es auch nicht dramatisch. Ich glaube, das ist alles, was wir zu dem, was auf dem Platz passiert ist, was wir dazu sagen können. Was haltet ihr denn von der Aktion von Meier im Nachhinein, der ja dann so wunderbar erstmal gesagt hat, von wegen, naja, so wie Sandro Wagner gespielt hat, braucht er sich auch nicht zu wundern, wenn er dann mal eins von Latz kriegt. Muss man sich zu so einer Aussage hinreißen lassen? Das hat er direkt nach dem Spiel noch mal relativiert, oder? Naja, weil die Bilder hat er nicht gesehen gehabt. Im Endeffekt, der hatte sich, glaube ich, dann nochmal entschuldigt bei ihm und hat gesagt, nachdem er die Videoaufnahmen gesehen hat, dass er da wirklich massivst mit dem Ellenbogen wirklich getroffen wurde, hat er, glaube ich, dann nochmal zurückgerudert. Generell finde ich es nicht schlimm, dass er sowas sagt. Klar, wenn wir jetzt sehen, ach herrje, die Videoaufnahmen dann fünfmal noch in Slow-Mo, wo du denkst, ach herrje, der hat den ja wirklich krass erwischt, dann hat es natürlich nicht gepasst. Generell habe ich aber nichts gegen die Aussage, weil es einfach nur zeigt, welches Image auch ein Wagner bei den gegnerischen Spielern hat. Also ja, und bei Meier sind wir ja eigentlich auch froh, wenn er irgendwann mal überhaupt einen Mund aufmacht. Deswegen sollten wir dafür überhaupt nicht kritisieren. Der soll weiterreden, der hat die Bilder wahrscheinlich echt noch nicht gesehen gehabt. Und wenn es nicht ganz so brutal gewesen wäre, dann wäre das auch eine völlig valide Aussage gewesen. So im Nachhinein muss man vielleicht nicht. Aber da Meier gern mal was sagen darf, weil er sonst nichts sagt, passt es. Ja, zumal das trotzdem auch, erlaubt ist, dann zu sagen, wie der Dennis gesagt hat, er hat es ja nicht gesehen, wie krass es war. Und einfach auch mal zu sagen, ja, hier Leute, was vielleicht am Fernsehen nicht so rüberkommt, ist, was der alles auf dem Platz macht. Das sind ja auch viele Kleinigkeiten. Hm. Wenn ständig einer zu dir kommt und zwickt dich und macht hier und lässt dich fallen und schreit dich und beleidigt dich wahrscheinlich, das siehst du ja im Fernsehen nicht. Und dann rastet plötzlich irgendeiner aus und denkt jeder, oh. Und sowas mal zu sagen und zu sagen, hier, ihr braucht euch nicht wundern, dass unsere Spieler sich zu irgendwas haben hinreißen lassen, finde ich legitim. Klar, sieht es dann blöd aus, wenn man dann diese wirkliche Aktion sieht, aber meine Güte, also ich finde es nicht so schlimm. Gut, dann würde ich sagen, lasst uns den vergangenen Spieltag abhaken und nach vorne gucken. Wir laufen ja jetzt direkt auf zwei Spieltage zu. Wir werden jetzt aber erstmal nur über den nächsten sprechen. Und zwar spielen wir am Samstag 18:30 gegen Wolfsburg, die ja auch momentan so ein bisschen in den Schlagzeilen sind, weil Alofs entlassen, Traxler immer noch keinen Bock und Ismael auch nicht so irgendwie der Wunschtrainer. Ich hätte mir gewünscht, dass jetzt gegen die spielen. Ja, finde ich auch. Ich hätte es gut gefunden, wenn wir schon gegen die gespielt hätten. Ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Ich habe ein bisschen Angst, dass es in der Woche zu sehr knallt bei denen. Ja, aber es ist doch besser jetzt, bevor Ismael noch geht. Also Ismael wird dann erst nach dem Frankfurt-Spiel gehen. Aber das steht ja quasi ja schon fest. Also wenn du die Presseberichte liest, dann steht ja eigentlich schon fest, dass er schon geht. Das Problem ist, ich habe Angst, dass durch diesen Kahlschlag da jetzt, dass da unter der Woche irgendwie sehr, sehr viel Feuer drin ist und irgendwie den Spielern angedroht wird hier und Vertrag und dies. Das hast du ja oft, wenn es sehr, sehr brennt, dann fangen die an, sich zu konzentrieren. Mir wäre es lieber gewesen, es wäre so ein schleichender Tod bis zur Winterpause gewesen. Und von mir aus hätte die Eintracht dann dafür sorgen können, dass es komplett eskaliert. Aber dass es jetzt schon so eskaliert ist, weiß ich nicht, ob das so gut für die Eintracht ist. Ich glaube, das brennt aber bei denen zu weit oben. Also ich glaube, das brennt auf einer Ebene, wo das nur Unruhe erstmal reinbringt. Und es die Mannschaft erstmal noch nicht betrifft. Ne? Also jetzt ist Alofs gegangen und da wird halt echt viel jetzt auf der Führungsebene passieren. Mhm. Am Trainer wird jetzt auf jeden Fall mal mindestens noch eine Woche festhalten. Ich glaube, das hat einen ganz anderen, also ich glaube nicht, dass da im Moment Zug reinkommt. Ich glaube, das hat eher so den Larifari-Effekt. Also ich meine, der Trainer, der ist angezählt, auf den muss man nicht mehr unbedingt hören. Oben drüber weiß kein Mensch, wo es jetzt weitergeht. Das ist für mich Chaos pur und die haben eh niemanden drin, da ist doch überhaupt keiner, der Bock auf den Verein hat. Also angefangen von den Spielern bis hin zu allen, inklusive mir. Es gab außer Traxler auch noch ein paar andere, die auch schon irgendwie zum Anfang der Saison gesagt haben, dass sie eigentlich weg wollten. Da war doch, glaube ich, Rodriguez auch einer davon.
Rodriguez ist ja eigentlich jedes Jahr auf der Transferliste. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum der immer noch bei Wolfsburg spielt. Das ist mir ein Rätsel. Ich auch nicht. Aber er verletzt jetzt. Der Linksverteidiger. Der ist verletzt. Rodriguez ist verletzt. Didavi ist verletzt. Und Schäfer wahrscheinlich auch. Ja, vor allen Dingen, Rodriguez hat ja auch gar nicht auf links gespielt die letzten Spiele, sondern in der Innenverteidigung ausgeholfen, weil sie da überhaupt niemanden mehr haben. Also die reisen eigentlich nach Frankfurt ohne überhaupt einen Innenverteidiger. Nee, wir fahren dahin, glaube ich. Wir fahren dahin. Wir fahren dahin, ja. Das Ding ist, Leute, ich bin ja eigentlich in den letzten Wochen, habe ich immer gesagt, ja, eigentlich hat die Eintracht schon viel erreicht und wir können echt hoch zufrieden sein. Das sehe ich halt immer noch auch so. Aber ich habe mich jetzt dabei erwischt, ey, wenn die Eintracht in Wolfsburg gewinnen sollte, dann guckt euch mal bitte die anderen Spiele an. Da sind schon wieder die ganzen Spiele dabei, wo sich irgendwie, egal wer die Punkte abnimmt. Freitag spielt, glaube ich, Hoffenheim gegen Dortmund. Und dann ist noch ein Spiel, wo sich zwei direkte Konkurrenten die Punkte abnehmen. Wenn die Eintracht da gewinnt, dann hängt die Eintracht dick da vorne drin und dann wird der Abstand zu dem achten Platz auch immer größer, dass du denkst, dass das selbst so eine gute Mannschaft wie Schalke vielleicht dann gar nicht mehr aufholen kann. Und dass dann hängt die Eintracht wirklich fett da drin und kann wirklich realistischerweise in den Europapokal kommen. Ja. Das Problem ist, ich habe Bock da drauf und ich bin so aufgeregt, wie ich es mir nicht hätte erträumen lassen, weil ich gedacht habe, in Wolfsburg erhoffe ich mir nichts, weil es unangenehm ist. Aber ey, wenn die Eintracht in Wolfsburg gewinnt, dann hängt die Eintracht, egal was auf den anderen Plätzen passiert, hängt die dick da vorne drin, noch fetter als jetzt und deswegen bin ich echt aufgeregt. Du hast freitags Hoffenheim gegen Dortmund und du hast samstags Leipzig gegen Hertha. Aber nochmal ganz kurz zu Wolfsburg. Ich verstehe das, ich sehe das ähnlich und natürlich sind die Chancen jetzt halt groß, zu sagen, wenn wir jetzt hier den Sieg holen, dann geht hier richtig was. Was man aber bei Wolfsburg generell zugutehalten muss, vielleicht sind nur die wenigen Pro-Argumente von Ismail auf jeden Fall, ist die Tatsache, dass er es geschafft hat, einige Jugendspieler näher an den Kader heranzuführen. Da weiß ich noch nicht, wie sich das dann dementsprechend auf dem Platz wiedergibt, aber ich finde schon, dass das durchaus beachtlich ist, dass Leute wie Jannes Horn oder auch Justin Möbius jetzt langsam auch Spielzeit bekommen. Und vielleicht können die auch für einen Mentalitätswechsel in Wolfsburg sorgen. Aber ich glaube, in der Woche wird es jetzt noch ein bisschen knapp zu erreichen sein. Ansonsten, die Mannschaft für mich ist trotz der Tatsache, dass die immer noch qualitativ absolut hochwertig ist, die haben halt trotzdem Mentalitätsprobleme zum großen Teil. Ja, also auch selbst Leute wie Blaschikowski, da fehlt es für mich irgendwie noch. Ich hoffe, dass das so bleibt. Ja, ja, ja. Wenn man jetzt so ein bisschen guckt auf das Ding vom Wochenende gegen die Bayern, 5-0 verloren, kannst du. Grandiose Chancenerarbeitung, ja, da war ein Gomez, der irgendwie zum Teil wirklich bis nach hinten durchlaufen musste, um sich quasi seine Bälle selbst vorzulegen und eine absolut unstrukturierte Abwehr, was wahrscheinlich auch mit an den Verletzten zusammenhängt, aber halt auch generell einfach total vogelwild. Du hast aber halt auch Leute verpflichtet, die einfach nicht die Qualität haben, wo du gedacht hast, dass die jetzt total die Burner sind. Also selbst ein Bruma ist ein guter Verteidiger, aber der ist halt auch nicht die Granate, für die er gemacht wurde. Und das Geld, was er gekostet hat, ist halt momentan einfach noch nicht wert, das muss man halt so sagen. Ja? Und und dann hast du halt ein paar Leute, die einfach momentan verletzt sind mit Rodriguez, der ja eigentlich ein Fixpunkt ist. Ja, dann passen halt viele Dinge nicht zusammen. Ich bin gespannt, wer bald dort auch neu aufschlägt. Ich gehe gesagt, davon aus, dass Ismail nicht mehr so lange Trainer wird. Aber ganz ehrlich, dass du überhaupt Ismail einen Vertrag gibst bis 2018, da musst du schon mit dem Klammersack gepudert sein. Schon da habe ich die ganze Entscheidung nicht verstanden. Was ist denn los mit euch? Habt ihr nicht gesehen, was der junge Herr in Nürnberg gemacht hat? Hört euch doch mal um. Warum sind denn so viele Idioten da unterwegs, die alle denken, ja, das hat jetzt bisschen gut funktioniert, weil es bei unserer U23 funktioniert hat, wird es auch bei den Profis funktionieren. Was ist los mit euch? Vor allen Dingen hat es auch bei den Profis geil. Es war ja gar nicht so, dass es so Schubert-mäßig war, dass du denkst, ja scheiße, den kannst du nicht mehr entlassen, der hat alles gewonnen. Der hat doch am Anfang, der hat doch eigentlich gar nicht so gut die ersten Spiele gehabt, wo das noch offen war. Ich habe das auch überhaupt nicht verstanden. Der hat doch, ich glaube, der hat in den Spielen, wo es offen war, aber bleibt nur ein Spiel gewonnen. Das war, glaube ich, gegen Darmstadt oder was war das? Ja. Und dann haben die den Vertrag, weiß ich nicht. Jetzt gut, mir soll es recht sein. Wenn man der Gerüchte-Geschichte glaubt, man sich ja eigentlich mit Labbadia schon irgendwie fast einig war, dann aber
sich die Mannschaft wohl irgendwie für Ismail ausgesprochen hat. Was ich halt auch nicht verstehe, dass du dann da nicht irgendwie durchgreifst. Und das, aber das macht doch gar keinen Sinn und wir entscheiden jetzt. Also. Ah ja, wenn ich nur darauf aus bin, möglichst wenig Stress als Mannschaft zu haben und irgendwie mein Geld pro Monat zu bekommen, ohne dass ich irgendwie, ja, dann kann das vielleicht eine ganz gute Entscheidung sein. Aber gerade diese Mannschaft braucht, ohne das, das muss ich jetzt aus der Ferne beurteilen, aus der Nähe werden es die Leute vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Aber da muss ich sagen, seit wirklich einem Jahr ist da durchweg der Wurm drin und es bringt keine Besserung und da kannst du noch so viele Leute verpflichten. Ich glaube, der letzte Genickbruch war wahrscheinlich wirklich der De Bruyne-Transfer, der viel Motivation weggenommen hat, ich glaube auch bei Rodriguez und anderen tollen Spielern. Mhm. Uns soll das, das kann uns aber nur zugutekommen. Ich würde mir wünschen, dass die Eintracht so aggressiv auftritt wie in den letzten Spielen, denn dann haben wir gegen Wolfsburg auch echt gute Chancen. Das glaube ich auch. Wenn du da mit einem taktischen Konzept wirklich reingehst und denen früh auf den Füßen stehst, die sind so dermaßen verunsichert, gerade jetzt nach dem 5-0 gegen die Bayern. Wenn du die wirklich früh unter Druck setzt, dann werden die da wie so ein kleines Kartenhaus zusammenbrechen. Dann musst du halt wirklich einfach deine Chancen nutzen und wenn es geht, irgendwie den ersten 20 Minuten eine Bude machen, dann hast du da alle Möglichkeiten. Umso länger du die zappeln lässt, ja, aber umso länger du die zappeln lässt, umso schwieriger wird es. Also wenn es in der 89. Minute noch 0-0 steht, dann wird es eklig. Ich glaube aber, dass wenn die Eintracht da in Führung geht, dann eskaliert es da so ein Stück weit auch mit den wenigen Fans, die sie dann doch haben. Weil dann ist, glaube ich, das überschritten. Ich glaube, dass dann, ja, ich glaube, dass die Eintracht genau das machen muss, was der Marvin gesagt hat. Wenn du da hinfährst und du bist so konzentriert und du strengst die Wolfsburger an, dann glaube ich, dass die Kraft gerade mental nicht haben. Also du darfst sie nicht zurück ins Spiel holen, sondern du musst ihnen zeigen, hier, wenn ihr uns schlagen wollt, dann müsst ihr 100% geben, so wie alle anderen Mannschaften. Und das wird Wolfsburg, glaube ich, nicht auf die Straße kriegen. Ich glaube, wenn Wolfsburg sieht, okay, scheiße, das wird zu anstrengend, dann packen wir das nicht. Frau Alex, was sagen Sie denn zu Wolfsburg? Also ich habe vor 3-4 Wochen schon gesagt, dass dieses Jahr kein Gegner mehr kommt, gegen die Eintracht verlieren muss. Und ja, genauso sieht es weiterhin für mich aus. Also wir müssen gegen Wolfsburg nicht verlieren. Wir müssen nicht zwingend gewinnen, aber wir kommen auf jeden Fall mit einem Punkt nach Hause. Ja. Und genauso sieht es auch gegen Mainz aus. Ja, stimme ich zu. Außer Tendler haben wir keine größeren Ausfälle, die wir aktuell. Ja, aktuell halt nicht, ne? Also, aber wir haben halt trotzdem logischerweise. Na, Abraham ist heute irgendwie verletzt vom Training abgebrochen. Genau, also die kleinere Wehwehchen haben, wo wir auch noch nicht genau wissen, wie sich das entwickelt. Ein paar sind noch krank. Also da muss man auch noch schauen. Ich hoffe, dass es halt sich bis zum Wochenende wieder erfängt, aber so ein kleines Fragezeichen ist wahrscheinlich schon da. Was wäre denn unser Ersatzmann für Chandler? Weil Rechtsverteidiger ist ja momentan nicht so viel bei uns. Finde ich eine sehr interessante Frage, ehrlich gesagt. Schwierig, Dankeschön. Schwierig auch. Also die Sachen, die da ja angeboten wurden, zumindest medial, von wegen Vallejo oder Hasebe auf rechts zu stellen und dafür Hector in die Innenverteidigung, finde ich persönlich ist jetzt nicht mein Wunschfavorit, sondern ich hätte lieber wirklich jemanden wie einen Barkok mal Rechtsverteidiger spielen lassen. Weil im Endeffekt unsere Stärke der letzten Spiele oder auch diese Ruhe, finde ich, kommt auch daher, dass wir erstens einen überragenden Radetzky hinten drin haben, der jetzt ja, glaube ich, schon 6-mal eine weiße Weste die Saison hatte, plus eben diese eingespielte gute Dreierkette mit Abraham, Hasebe und Vallejo. Also ich würde sie ungern aufbrechen und würde lieber sagen, schau mal, ob nicht ein Barkok dafür oder auch ein Hector, weiß nicht, ob der Rechtsverteidiger spielen kann. Hector kann rechts spielen. Ich würde Gacinovic da stellen, glaube ich. Gacinovic als Mascarell wird da gehandelt, ne? Wäre halt auch eine Option. Auch. Mascarell auf rechts spielen lassen, Hasebe dafür im Zentrum ein bisschen defensiver agieren lassen. Mit Husti zusammen dann. Ja. Ich finde weiterhin die Barkok-Alternative, die Dennis genannt hat, finde ich am besten. Das hat er auch schon mal gespielt. Der ist schnell. Gerade bei dem aktuellen Spielsystem der Frankfurter Eintracht ist es zum einen kein Problem, wenn er halt defensiv nicht ganz so stark ist. Und er kann aber offensiv Akzente setzen. Also ich würde das gar nicht so verkehrt finden. Das ist ja nur ein punktueller Wechsel und nicht wieder ein System. Das System funktioniert wunderbar. Wie ja, das eben. Dann lieber wirklich nur punktuell austauschen. Also Hasebe auf keinen. Hasebe war auf der rechten Verteidigerposition letztes Jahr auch schon ein Desaster. Also da sollten wir nicht wieder hin zurück. Ja, vor allen Dingen tust du ihn dann auch aus der Mitte wieder raus. Also du machst Du brauchst den in der Mitte zur Stabilisierung. Das kannst du voll vergessen.
Also das würde ich auf keinen Fall machen. Dann vielleicht eher noch Hector, aber nö, weiß ich auch nicht. Sonst vorne dann aus. Also ich würde ungerne Seferovic wieder von Anfang an spielen sehen. Den würde ich gerne mir als Edeljoker in Anführungszeichen aufheben. Dann mit Hagota oder eher Rebic. Also für mich hat sich Rebic jetzt so ein bisschen... Was ist denn mit Rebic und Hagota? Ja, eben also Rebic rechts. Ich will diesen Meier nicht mehr sehen. Der Meier ist wahnsinnig. Alex, den willst du ja jetzt kommt ihr alle mit euren Argumenten mit, der schießt aber Tore, der schießt im Moment keine Tore mehr und der hat 3 Ballkontakte pro Spiel. Der macht mich kirre. Dieser Typ. Sau geil. Wir laden ja eigentlich alle, die Alex eigentlich nur ein, wenn wir mal wieder Meier gepöbeln wollen. Ich war ja jetzt echt, 2 Jahre halbwegs ruhig, weil er wirklich Tore gemacht hat. Aber er kommt ja halt, also wenn er halt keine macht, dann ist er halt einfach ein kompletter Ausfall. Der hat ja pro Spiel hat er ja 10 Ballkontakte maximal und davon sind noch 3 Fehlpässe dabei. Warte mal, dass er sogar recht viel gelaufen ist am letzten Freitag und recht viel auch nach hinten gearbeitet hat. Aber hast sicherlich recht, dass ein Meier immer an Toren gemessen wird. Aber der hat mir noch jeder Stürmer. Gar nicht so den kann ich doch nicht so messen mit, der hat viel gelaufen. Seferovic läuft auch viel, aber halt in Richtungen, die nicht immer so einleuchtend sind. Ja, das stimmt. Ja, weiß ich, also ich würde tatsächlich nur mal versuchen, also ich weiß nicht, was er uns im Moment wirklich für einen Mehrwert auf den Platz bringt. Also er ist nicht der Kapitän, der das Spiel sortiert. Er ist auch nicht derjenige, der irgendwie am Spielaufbau großartig beteiligt ist. Von daher würde ich tatsächlich mal irgendwie, also Rebic wäre für mich, der hätte für mich auf jeden Fall seine eine erweiterte Chance jetzt verdient. Der hat jetzt gezeigt, dass er was kann. Den würde ich auf jeden Fall im nächsten Spiel von Anfang an bringen. Ja. In der Hoffnung, dass er das fortführt. Ja. Und dann mehr zentral oder wieder mehr auf der rechten Seite? Nö, da wo er gespielt hat. Wieder mehr auf der rechten Seite und in die Zentrale vielleicht mal. Also Gott, da habe ich noch nicht abgeschrieben. Nee, ich auch nicht. Aber also obwohl er mich bis jetzt in keinem Spiel so richtig überzeugt hat, aber in den habe ich noch mehr Hoffnung als in Meier. Ja, Gotha ist halt eher, wenn du wirklich eher so über das Spielerische kommen willst, wohingegen Meier ja eher so derjenige ist, wo du einfach mal so ein Glücksding haben willst, wo halt einer mal einen Fuß an der richtigen Stelle hinhält oder halt einfach mal reaktionsschnell an der Stelle ist. Ich glaube, ich habe mich von Alex überzeugen lassen, ehrlich gesagt. Ich würde Meier auch raus. Ich würde mit Gotha vorne drin spielen, links Gacinovic, rechts Rebic und dahinter Fabian, die 4 vorne und dann der Rest üblich. Ja. Also ich glaube schon, wenn wir sagen, dass Wolfsburg momentan wirklich ohne Innenverteidiger dahin fährt, weil entweder verletzt oder außer Form oder halt einfach was weiß ich, dann kannst du es mal spielerisch versuchen, dann würde ich auch mitgehen und sagen, Hagota in der Mitte, Rebic auf links und ich bleibe bei Gacinovic auf links. Rebic auf rechts, Gacinovic auf links, so rum. Ja, okay, macht, was ihr wollt, aber ich will den Meier trotzdem sehen. kannst du ja, ist halt sehen. Auch für mich überhaupt kein Einwechselspieler. Das kannst du ja nicht machen. Nee, dementsprechend würde ich auch lieber mit Meier anfangen und wenn es nichts wird und es wieder eine Non-Meier-Show ist, lieber dann nochmal austauschen, denn du hast ja mittlerweile sogar ein bisschen Potenzial auf der Bank. Das kennen wir ja so eigentlich überhaupt nicht, dass sich die Mannschaft nicht von alleine aufstellt, ist ja schon mal eine schöne Sache. Ja, was mit Tarakay eigentlich? Ja, Tarakay hat gar nicht am Start, oder? Ja. Okay. Ja, war aber die ganze Zeit jetzt auch nicht im Kader. Also ich glaube, da ist Luft nach oben. Ja. Den kannst du halt auch gut, glaube ich, mal einwechseln. Ja, das Problem ist halt, dass Meier auch kein Auswechselspieler ist, ne? Also ich meine, was willst du machen? Willst du ihn nach 45 Minuten auswechseln und sagen, ja, du hattest ja nur 5 Ballkontakte? Das ist ja genau das, was du erwartest. Meier hast du halt auf dem Feld, weil du dran glaubst, dass er immer wieder für ein Tor gut ist. Also ja, mit welcher Motivation wechselst du den halt nach 45 Minuten aus und sagst so, du hattest nur 3 Ballkontakte, hast fürs Spiel nicht viel gemacht, dann wechsle ich dich jetzt aus. Ne? Also das ist ja genau das, was du von ihm erwartest. Und deswegen ist es für mich halt entweder so ein Meier, der einen noch Auswechselspieler, der ist entweder dabei oder ist halt nicht dabei. Ja, und für mich ist er halt eher nicht dabei. Auch wenn euch die Haltung jetzt wundert. Nein, tut sie nicht.
Sau geil. Nur, ja, okay, irgendjemand wird von vorne spielen. Nein, aber wir hatten echt Zeiten, wo das dramatischer war. Wenn, ja, jetzt, wenn jetzt einer vorne wechselt oder einer sich verletzt, dann hast du nicht mehr, dann denkst du nicht, ja, okay, Aigner ist nicht da, jetzt spricht alles zusammen. Nee, wenn jetzt Gacinovic sich mal verletzt, denkst du, ja gut, Rebic kann auch spielen. Wenn sich der Dings verletzt, Fabian verletzt, denkst du, ja gut, Tarasay kann vielleicht spielen. Hast Meier noch da, hast Seferovic noch da. Also Barkok, also du hast vorne mittlerweile echt eine große Auswahl, die dafür sorgt, dass es mir nicht Angst und Bange wird, wenn jetzt nicht die drei vorne aufgestellt werden, die ich jetzt präferiere. Und das war halt bei der Eintracht nicht immer so, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Also wir haben jetzt schon echt geiles offensives Mittelfeld. Ja, und da ist keiner dabei, wo ich denke, oh nee, so gut bei dir jetzt, Maya, aber bei mir ist keiner dabei, wo ich mir denke, nee, hau ab. Ja. Ja, auch Dani Blum, ne? Also, wenn der sich jetzt nicht verletzt hätte, ist genauso ja, einer. Den kannst du, fand ich auch nicht schlecht. Der hat auch gute Einsätze gezeigt. Ja, das stimmt. Ja, ich denke halt, dass Maya für das Spiel gerade gegen Wolfsburg auch seine Qualitäten mit sich bringt. Wer weiß, die sind halt dementsprechend auch in der Innenverteidigung momentan ein bisschen indisponiert, haben nicht das große Selbstvertrauen. Vielleicht kann der Mythos Meier da auch seine Wunder bewirken. Also ich weiß, deswegen, ich will noch nicht rausnehmen, aber macht, was ihr wollt. Was wir jetzt machen, ist erstmal tippen und Frau Alex darf anfangen. Oh. Oh. Du weißt noch, wie das geht? Ja, ich weiß noch, wie das geht. Ich habe mir nur noch gar keine Gedanken im Vorfeld darüber gemacht, deswegen bin ich kurz überfordert. Aber ja, so ein bisschen angedeutet habe ich es ja schon. Ne? Also verlieren werden wir auf gar keinen Fall. Ich glaube sogar, dass wir gewinnen. Ich glaube, dass wir nicht die Null hinten halten, aber ich glaube, dass wir auf jeden Fall zwei Buden vorne machen. Also ein 2-1 ist drin. Meinst du wirklich, wir kassieren ein Tor? Hier, Gomez und so. Puh, Nationalspieler. Ja. Draxler auch. Und? Ach, Draxler. Millionenmann. Ja. Weltmeister. Ja. Weltmeister, richtig. Hat auch nichts gebracht. Gut, Dennis? Ich sage, die Null steht bei uns und wir schießen zwei Tore. 2-0 für uns. Hervorragend. Marvin? Ja, ich sag unentschieden. Weiß nicht. Ich sag 1-1. Gomez trifft, der alte Frechtags, und wir werden auch einmal treffen. Aber ich denke irgendwie nur 1-1. Ich sehe es ähnlich wie Dennis, sag 0-2-1 nach 15 Minuten und dann nochmal 1 in der 89. zum Besiegeln. Sehr gut. Herr Basti. Ja, ich muss leider 2-0 für Wolfsburg tippen. What? Wer hat den denn eingeladen? Basti, Sie sind raus. Dieser fürchterliche Realist hier. Wir behalten die Alex jetzt wieder. Ja, der ist doch bestimmt wieder zum Café King gelaufen und muss das jetzt hier uns gerade irgendwie schmackhaft machen, oder? Was ist da los? Das musst du leider begründen. Ja, weil ich es begründe, weil eigentlich bin ich dann schuld. Weil immer, wenn ich mir diese Gedanken mache, die ich euch vorhin geschildert habe mit diesem, oh Gott, stellt euch mal vor, die gewinnen da und die anderen spielen gegeneinander und dann können wir uns oben festsetzen, dann hat die Eintracht in der Vergangenheit immer verloren. Und das ist so ein Spiel. Ja, das war die alte Eintracht. Nein, aber ich glaube tatsächlich auch, dass auch die neue Eintracht so weit noch nicht ist. Weil jetzt mal ganz im Ernst, wenn die Eintracht jetzt 6 Punkte aus den nächsten 2 Spielen holt, und gegen Mainz gehe ich eigentlich davon aus, dass wir gewinnen, so wie die aktuell drauf sind, dann das ist zu viel, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, das könnte ich nicht begreifen, deswegen, das muss jetzt passieren. Und wenn es nicht passiert, dann raste ich aus. Dann kann ich nicht mehr schlafen, dann kommt die Eintracht wirklich in den Europapokal. Und ich glaube einfach, dass die Eintracht so weit noch nicht ist, weil du es an gewissen Stellen gemerkt hast. Und ich habe halt, was ich auch gesagt habe, ich habe halt das Bedenken, dass es in Wolfsburg zu arg gekracht hat, als das, wenn jetzt dieser komische, wie heißt der, Sanz oder Franz, dieser Vorstandsvorsitzende von den Sanz. Ja, genau. Ja, dass der da in die Kabine auch gegangen ist und gesagt hat, hier Männer. Und so einer, der geht da nicht in die Kabine und sagt, komm, steht mal auf, wir müssen jetzt hier mal was machen. Nee, so einer, der lässt schon andere Worte da fallen. Und ich habe echt ein bisschen Bedenken, dass diese Mannschaft, die echt viel individuelle Qualität hat, dass sie sich zusammenreißt, ehrlich gesagt. Und die Eintracht, und dass auch dieser Hashtag XX-Faktor, dass der ja auch irgendwann mal zu unseren Ungunsten umschlägt, glaube ich. Dass wir irgendwann einfach, dass wir aus Wolfsburg nach Hause fahren und denken, na Mist, wir haben hier 2-1 verloren oder 2-0 verloren, hätte es nicht sein müssen. Und ich glaube, das ist jetzt soweit, leider. Ja. Tut mir leid. Deswegen habe ich ja nur Unentschieden getippt.
Ja, also, ja, aber, ja gut, aber wie gesagt, einen Sieg glaube ich auch nicht so wirklich. Ich hoffe aber, dass wir unser Ziel mit den 30 Punkten jetzt vor der Winterpause irgendwie noch erreichen. Deswegen für mich ein Punkt in Wolfsburg. Damit könnte ich auch sehr gut leben, wenn wir dann kurz vor Weihnachten noch ein Dreier gegen Mainz einfahren, umso besser. Also, aber schauen wir mal. Ich denke, es ist theoretisch alles drin, wenn die Eintracht sehr, sehr brutal nach vorne wieder agiert, streng gegen den Gegner geht, dann ist da hier wirklich was drin. Aber dein Einwand, den fand ich sehr gut. Denn gerade mit Sanz, das habe ich die ganze Zeit vergessen, aber es ist natürlich so, das ist auch jemand, der natürlich auch den Finger auf den Gehältern hat. Ne? Und auch da, genau. Und da dürfte dem einen oder anderen langsam... Genau, und genau da kannst du die packen. Ich glaube, dass dem einen oder anderen jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen mulmig wird, kann aber vielleicht auch wieder zu unseren Gunsten ausschlagen. Ja. Okay. Dann lasst uns doch mal gucken, was es sonst noch so Aktuelles bei der Eintracht oder um die Eintracht drumherum gibt. Die Brüder Kovac verlängern ihre Verträge bis 2019. Und wir haben einen neuen Hashtag. Oder, Basti? Was für ein Hashtag haben wir denn? Kovac 2019 oder was? Ja. Ja, super. Ja, das ist Begeisterung, meine Damen und Herren. Ja, Nein, ich habe jetzt gerade an die ersten Folgen gedacht und an dass wir auch als Eintracht-Podcast so ein bisschen angegriffen wurden in der Zeit, als Kovac hierher kam. Erinnert ihr euch noch, dass da gesagt wurde, ja, wie könnt ihr denn so blind sein und dem vertrauen und es wird genauso ausgehen wie mit Christoph Daum und bla 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 und dieses Team Kovac. Ja, sehr, sehr durchgestartet, würde ich sagen. Und ich freue mich sehr. Ich hatte ganz kurz Angst, dass irgendwelche Vereine, die gerade am Struggeln sind und unter anderem auch sowas wie Wolfsburg, überlegen, jemanden wie ihn zu holen. Aber ich glaube, dass er realistisch einschätzen kann, dass er hier, was er auch hier hat und dass er noch nicht lang genug hier ist. Und dass vielleicht Freddy Bobic ihm wenigstens ein bisschen Honig ums Maul geschmiert hat und ihm andere Perspektiven aufgezeigt hat, als das der neue Vorstandsvorsitzende vom HSV hier gemacht hat. Und deswegen glaube ich, dass das echt eine coole Nummer ist. Und ich glaube, dass die Kovac-Brüder auch diese 2 Jahre hier durchziehen. Und dann kann es immer noch weggehen. Aber ich könnte ehrlich gesagt momentan zufriedener nicht sein. Und deswegen habe ich ja auch diese Angst, dass es noch so schief geht, weil es alles so geil ist momentan. Kann ich so unterschreiben. Ja. Also ich muss sagen, ich finde es eine gute Sache. Ja, jetzt seien wir mal ganz realistisch. Diese ganzen Verträge im Fußball, gerade zwischen Trainern, ja, das sind nicht mehr als Absichtserklärungen. Genau, ja? das kann in die andere Richtung gehen. Es kann sein, genau, dass wir in 10 Spielen dastehen und sagen, hoffentlich haut er bald ab. Ja, genau. Und wer weiß, wie die Rückrunde läuft. Das ist aber jetzt ein Versprechen in die Zukunft. Ich hoffe, dass wir 2 Jahre hier gut zusammenarbeiten. Das ist eine wie die in die andere Richtung. So, und ich finde es gut, dass ich, weil im Optimalfall, stell dir mal vor, das startet wirklich durch die Decke hier mit Kovac und wir kommen irgendwie total unrealistisch in die Champions League. So, dann klopft natürlich ein anderer Verein an. Natürlich, wenn Wolfsburg jetzt bis dahin immer noch keinen Dumm gefunden hat, der den Job übernimmt, dann werden die wirklich vielleicht anrufen und dann sagen die hier, wir hätten ganz gerne die Kovac Brothers und dann haben wir wenigstens die Chance zu sagen, wisst ihr was, wir haben einen Vertrag mit denen, dann lasst mal Moneten hier rüber wachsen. Das ist der Vorteil für uns, aber wir wissen natürlich auch, wenn es in der Rückrunde dramatisch schlecht läuft und wir 3 Punkte aus, dann sind es ja, gut, wenn wir sagen, nur die Rückrunde sind 17 Spielen, dann wissen wir auch, wie der Hase läuft und dann haben die halt den Vorteil, dass die halt ein bisschen Abfindung bekommen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall jetzt der richtige Schritt gewesen, denn je später es gewesen wäre, Winter... Ja, du hast auch die Diskussionen dann wieder, auch ständig. Also du hast jetzt im Endeffekt ja auch so ein bisschen Ruhe erkauft, so zu sagen, ja, jetzt die Diskussion ist jetzt zu Ende und dann reagieren wir, wenn es soweit ist, wie du es gesagt hast. Also ich finde es hervorragend. Genau. Lustig in dem Zusammenhang fand ich ja die Aussage von Alex Meyer, der dann auch dazu befragt worden ist nach dem Spiel gegen Hoffenheim und gesagt hat, naja, uns hat er davon nichts gesagt, wir haben das auch alle aus der Zeitung erfahren. Ja, und? Was auch ein gutes Zeichen ist, ist doch für Investoren oder für, ich sag mal, im Bereich, wo wir uns ja überall etwas professionalisieren wollen, ist es immer gut, wenn du stabile Strukturen hast, um auch daraus dann wieder Vorteile zu ziehen. Und im Moment läuft es dann... wird da auch vielleicht leicht mal eine Prognose zu unseren Gunsten fallen. Gerade auch, wenn wir gucken, dass wir für nächstes Jahr einen neuen Hauptsponsor brauchen, denke ich, hilft das auf jeden Fall. Dass auch für Spieler. Nächstes Jahr, genau.
dass du einfach eine gewisse Perspektive hast. Wenn du jetzt Vertragsverhandlungen führst im Winter, kannst du sagen, ja, hier, Digga, ich bin auch noch 2,5 Jahre hier. Und es gibt mit Sicherheit Spieler, die dann darauf achten, denken, oh, guck mal, unter Kovac, die Eintracht kann tatsächlich auch damit ein bisschen punkten, zu sagen, hier, Leute, schaut, was Vallejo, wie der sich hier entwickelt hat, unter Kovac auch. Damit kann er ja auch hausieren gehen und sagen, hier, Leute, wenn jetzt hier einer ist, der so gut ist wie in Frankfurt, ist es mittlerweile so, dass ihr euch weiterentwickeln könnt und nicht schlechter werdet. Und das ist der nächste Punkt, den wir auch mal ansprechen müssten. Dass mittlerweile, wenn du das Gefühl hast, wenn ein Spieler zu Eintracht kommt, kann der hier sogar teilweise jetzt momentan auch besser werden. Du hast die Dings und der wird dir besser. Und nicht wie früher immer dieses, wo wir gedacht haben, HSV und Frankfurt sind die zwei Vereine, wo du als Spieler, egal wie gut du bist, komplett abkackst. Es gibt Marktwert also vernichten. Ja, eben, war immer so. Und das ist mittlerweile nicht mehr so. Also wir haben jetzt schon auf jeden Fall, wenn wir jetzt zum Beispiel zu dem Zeitpunkt im Winter Chandler, Fabian oder Gacinovic verkaufen, würden wir mit Sicherheit mehr kriegen als das, was wir für sie ausgegeben haben. Und das war in Frankfurt nicht immer so. Ja, das ist in der Tat korrekt. Dann haben wir ein paar Spieler, die gerüchtet werden. Zum einen ein offensiver Mittelfeldmann aus der zweiten französischen Liga. Und ein... Bitte? Ja, das ist schön für dich. Ja, du solltest den Satz weiterführen. Und ein Innenverteidiger aus Ecuador, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich muss gerade mal nachgucken. Ja, ja, Ecuador ist richtig. Wer ist der Franzose? Abdellah Zubir. Sagt mir nichts. Ja, mir auch nicht. Aber der Herr Marvin kennt sich doch da aus in sämtlichen Ligen. Ach komm, jetzt hört mir mal auf. Ne? Also ich muss ja nicht jeden Spieler auf Gottes grüne Erde kennen. Ne? Also, ja, aber also bei die Wahrscheinlichkeit, dass du den kennst, ist höher, als wenn ich jetzt Dennis gefragt hätte. Ja, das ist vielleicht... Oh, ja. Ich bin hier keiner mehr vorbereitet. Was ist denn hier los, Männer? Nichts, ja. Doch, wir sind alle vorbereitet, aber ich muss auch nicht jedes Gerücht, was irgendwann von irgendjemandem ins Spiel gebracht wurde, dass er weil er den Marktwert künstlich hochtreiben will, muss ich jetzt nicht für bare Münze nehmen. Also halten wir mal hier kurz fest, was auf jeden Fall eine feine Angelegenheit ist, dass die Eintracht mit Spielern in Verbindung gebracht wird, die jetzt nicht ganz groß auf dem Radar sind. Das ist auch weiterhin unsere Möglichkeit, hier relativ günstig Spieler zu bekommen. Und jetzt schlage ich die Brücke denn zu dem ecuadorianischen Spieler, der als Nationalspieler hier schon eine Nummer ist, hat zweimal den Meister, gut, ich weiß nicht, wie schwer es ist, den ecuadorianischer Meister zu werden, aber das ist er dann zweimal geworden, ist erst 22 Jahre alt. Und ich glaube, das könnte durchaus... Der Herr Ordonez könnte durchaus eine Nummer werden, bei der die Eintracht zuschlagen sollte, denn aktuell roundabout 1 Million, das ist eine relativ geringe Fallhöhe und es ist ein Spieler, der wie gesagt Stammspieler in der ecuadorianischen Nationalmannschaft ist und da könnte man mal drüber nachdenken, ihn wirklich zu verpflichten als Innenverteidiger. Ich habe gehört, Wolfsburg soll auch dran sein. Dann denkt man zwar immer, oh, ja, Wolfsburg, aber wir wissen alle, wie gut da die Spieler momentan so spielen. Und die Eintracht war ziemlich früh dran. Ordonez war auch schon im Sommer, also nicht im Sommer, aber direkt nach der Sommertransferperiode ist das Gerücht mal schon mal laut geworden zum ersten Mal. Und weil wir da so früh dran sind, denke ich, haben wir da auch relativ gute Chancen. Ja, ich sehe das genau wie der Marvin. Also ich habe zwar auch gelesen über den Spieler und man liest ja dann immer die Sachen, die dann in den einschlägigen Portalen so stehen. Ja, hat eine gute Saison gespielt, spielt stabil, 500.000 Euro wert, bla bla bla. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe ihn mit Sicherheit noch nicht spielen sehen. Wann auch? Also wo soll ich den spielen sehen, wenn er in der zweiten französischen Liga spielt? Und aber ich finde alleine die Art der Gerüchte gut. Also es ist besser, als wenn die Eintracht am Madawiki oder so dran wäre wie früher. Ich finde es ganz gut und bestätigt den positiven Eindruck, den ich momentan von allem habe. Also wie gesagt, also zumindest bei dem Ecuadorianer lege ich mich einfach mal fest und sage, das ist eine gute Nummer. Ich habe den auch schon einmal spielen sehen. Aber das ist aber jetzt nicht so, als hätte ich jetzt gesagt, oh mein Gott, den muss ich jetzt verpflichten oder so, aber der hat auch da solide gespielt. Wie gesagt, über den Franzosen kann ich jetzt aktuell nichts sagen, aber ich finde es interessant, dass genau solche Leute mit der Eintracht in Verbindung gebracht werden und zumindest bei dem ecuadorianischen Nationalspieler Ordonez würde ich mir doch wünschen, dass die Eintracht da den nächsten Schritt macht. Das könnte auch gerne jetzt schon im Winter passieren, denn Innenverteidiger haben wir nie genug. Ja, und ich würde mir trotzdem noch irgendein Gerücht über einen Sechser wünschen, ehrlich gesagt. Ja, würde ich mir auch. Hm. Ja gut, mit dem Innenverteidiger kann natürlich auch eine Option sein, wie du schon sagst, er ist jung, du hast relativ wenig Invest, den du betreiben musst. Jetzt
mal in die Tüte gesprochen, wenn man Vallejo noch irgendwie ein Jahr verlängert irgendwie leihen kann, kannst du den natürlich im Hintergrund gut aufbauen und hättest dann einen passablen Ersatz. Ja, das Gute ist halt, weißt du, natürlich ist es doch ganz klar, dass nur ein geringer Prozentsatz von Leuten diese Spieler kennt, die hier gerüchtet werden. Denn Ben Manga macht seinen Job momentan als Scout, das glaube ich, ziemlich gut bei der Eintracht. Mich wundert es eigentlich, dass solche Gerüchte dann überhaupt aufkommen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass ganz andere Leute schon gescoutet werden und wo die Eintracht noch viel näher dran ist und den Vertrag schon fast eingetütet hat und wir das gar nicht wissen. Aber du merkst halt, in welchem Umfeld sich Manga bewegt, dass der, das hat er zu seinen Stuttgarter Zeiten, ist ihm ja ein sehr positiver Ruf vorausgeeilt. Und ich denke und ich gehe aktuell in ganz positiver Zuversicht davon aus, dass er das auch bei der Eintracht zeigen kann. Und dann wird er aus der Welt die Spieler für uns hier rankarren, die finanzierbar sind. Supergeil. Ja. Passt ja auch gut ins Beuteschema, ja. Das ist gut, ja. Gut, ich glaube, das war es so an aktuellen Gerüchten. Und dann, der Herr Bruchhagen hat überraschend einen neuen Job. Nichts mehr Sky, sondern jetzt Vorstandsvorsitzender beim HSV. Ich bin sehr gespannt, was Sie dazu sagen. Das ist das Allerbeschissenste, was Bruchhagen hätte machen können. Ich weiß. Ja. Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen ausholen muss, aber. Wann lernen es Vereinsverantwortliche oder im Fußball Tätige, irgendwann einen Schnitt zu machen? Der Junge, weißt du, wenn der im Saft wäre, wenn der Anfang 60 wäre, würde ich sagen, okay, mach das, wenn es dich glücklich macht. Aber Bruchhagen ist 68 Jahre. Als er zuletzt von der Frankfurter Eintracht hier wegging, gab es eine Vielzahl von Gerüchten, gab es auch Vielzahl nicht immer nur positive Stimmen, die gesagt haben, es ist gut, dass er weg ist, er ist über seinen Zenit hinaus, er kommt auch mit ganz modernen Dingen nicht mehr mit. Jetzt hätten wir mal den Herrn, der die Social-Media-Abteilung von der Eintracht betreut, da war das über einen langen Zeitraum so, dass der gar nicht wusste, was es genau ist und hat eine sehr negative Haltung gehabt und hat das auch alles blockiert, genauso die Entwicklung generell der neuen Mädchen. Und das ist ja nur ein kleiner Punkt. Bruchhagen weiß über Fußball Bescheid, das ist ganz klar, aber der ist halt auch nicht mehr im hundertprozentigen Saft drin. Und da drängt sich für mich total die Parallele zu alternden Wrestlern auf. Das ist wie Ric Flair, genau, der heute sagt. Genau so, Ric Flair, und ja. Da sagt er, das ist mein letzter Kampf und 3 Minuten später ist er wieder da. Und dann denkst du, ja, Leute, du warst eine Legende und jetzt machst du deine eigene Legende ein bisschen kaputt. Das ist genau der Punkt. Ich verstehe das, dass es schwer ist, für Leute aus dem Rampenlicht rauszutreten. Und ich verstehe auch, dass für Bruchhagen hier in einer gewissen Weise, dass sich so Full Circle, du gehst Full Circle, du schließt das dann wirklich ab, weil beim HSV hat er irgendwo angefangen, das war so, also beziehungsweise hat er schon mal gearbeitet und das kann er jetzt nochmal abarbeiten, hat natürlich das große Ziel, hier was zu bewegen und den HSV in eine bessere Zukunft zu transportieren. Aber meine Güte, wir wissen auch alle, wie es mit fehlgelaufen ist und das war ein Haufen Scheiße, der wirklich die Möglichkeit hatte, einen guten Abschluss zu finden und das hat er dann bei der Eintracht auch nicht geschafft und Stuttgart auch nicht. So, warum nehme ich mir nicht mal ein Beispiel an den negativen Ding? Das ist, wie wenn du sagst, genau, ich habe mein letztes Match gehabt und dann stehst du wieder im Ring und dann steht Ric Flair wieder im Ring und der wird mit dem Alter nicht besser. Und warum macht Bruchhagen das? Das ist für mich absolut unverständlich und ich finde es eigentlich befremdlich, dass es keinen gibt, der professionell genug ist und ihm endlich mal sagt, als von seinen Freunden, er sagt doch ja immer, er hat so viele Freunde, dass die mal sagen, tu das nicht, mach es nicht, das ist ein Pulverfass. Ja. Ich denke mir, was ich für eine Frage mir aufwirft, Das auf mich ist es so, dass es da auf den Abgang bei uns ein anderes Licht wirft, bisschen ehrlich gesagt. Weil er gesagt hat, er hört auf, weil er einfach in Rente geht quasi. Sagt, das ist genug. Und jetzt nach 14 Spielen direkt beim HSV anzufangen, mitten im Chaos. Was denkt ihr denn, was ihn bewegt hat? Glaubt ihr, dass er bei der Eintracht mehr rausgelobt wurde? Also, dass man gesagt hat, okay, Heribert, du kriegst die Chance auf einen sauberen Abgang, sag, dass du zurücktrittst. Und weil jetzt wirkt es ja so, als hätte er eigentlich noch Bock. Und dann frage ich mich, warum hast du denn bei der Eintracht aufgehört? Ich bin froh, dass er bei uns keinen Vertrag mehr gehabt, ne? Weiß ich gar nicht mehr, ob er. Also, er hat ja eine. Er hat bei uns keinen Vertrag mehr gehabt, der ist abgelaufen. Ja, aber er hat ja trotzdem so dargestellt, als wenn er jetzt fertig ist. Also. Ja, das, also ich finde das eine grundsätzlich interessante Sache, aber Alex halt wollte gerade einhaken, tut mir leid. Ich glaube nicht, dass er so viel Bock hat. Er hat ja in einem Interview hat er ja gesagt, wenn der HSV anruft, dann kann ein Fußballmanager oder gibt es nicht die Option, irgendwie Nein zu sagen. Nee, haben und ich nur kann 10 mir tatsächlich andere vorstellen,
dass er tatsächlich, dass da so dieser Fußballromantiker vielleicht auch durchkommt, ne? Also ist halt so der erste Verein, wo er wirklich eine große Station hatte, und die Eintracht hat er auch als Chaosverein übernommen und hat da aufgeräumt, und dass das tatsächlich so der Punkt war, wo er gesagt hat, naja gut, komm, wenn ihr Hilfe braucht, dann mache ich's, aber der kann nur verlieren, was du auch schon gesagt hast. Also es ist halt einfach dämlich, sich sein Lebenswerk so kaputt zu machen. Und er hat bei der Eintracht hat er gesagt, also er will auf keinen Fall nochmal absteigen. Ja, geht jetzt zum HSV. Ja, zumal das ja genau das ist. Also ja, das wäre ja, dieses Lebenswerk von ihm wäre ja fast bei der Eintracht schon gebröckelt. Hätte erst das Gefühl, ja, wenn er hier noch länger geblieben wäre. Also, ja, wir wären mit einem Haar abgestiegen und dann wäre es komplett geendet. Ja, eben. Ja. Aber dann hat er doch genau das, was ich Alex gesagt habe. Du hast doch jetzt geschafft, Digga, und bist dick erleichtert gewesen. Hast jetzt einen super bezahlten Job bei Sky, wo du dich einmal die Woche angesoffen hast. Einmal die Woche, anderthalb Stunden. Und du musst nur ein bisschen was Schlaueres als Lothar Matthäus sagen und alles ist gut. Das ist doch super. Ich würde mich jetzt hier nackt ausziehen und nach Hause laufen bei der Kälte, wenn ich so einen Job kriegen würde. Was macht er? Nein, der geht zum Heizpilz. Das sind die einzigen vier Leute im Stadion, die einen Heizpilz haben, wenn es 18 Grad minus sind. Ja. So soll er doch bleiben. Ja, aber was... Ich weiß nicht. Unverständlich. Ich kann es nicht verstehen. Nee. Und ich, du wirst erleben, ich meine, der HSV, also er hat den kleinen Vorteil, dass der HSV ja jetzt schon ein bisschen besser ist als vor 3-4 Wochen, ne? Also du merkst ja jetzt auch unter Gisdol gibt es schon ein paar Rädchen, die ineinander greifen, ja, ne? Aber ich weiß nicht, aber du merkst halt jetzt, gibt es auch schon wieder auf präsidialer Ebene und beziehungsweise auf Vorstandsebene gibt es auch wieder viel, viel hin und her. Ich weiß nicht, wie Bruchhagen das machen will, aber die Kompetenzfülle, die er auch da wieder hat, die wirkt wahrscheinlich eher negativ. Und ich sehe ihn nicht in dieser Position, dass er jetzt alles nochmal rumdrehen kann. Nicht in diesem Alter, nicht mit fast 70, mit einem... Ja, vor allen Dingen, es ist ja jetzt schon absehbar, was die ersten Entscheidungen wären. Ne? Also Horst Held als Sportdirektor holen, ist nicht das Richtige. Also nee, ich habe heute halt auch kein... sogar Beiersdorfer behalten will. Das? Geil. Ich habe heute gelesen, der will Beiersdorfer zum Sportchef machen. Ja, aber das würde doch gar keinen. Also, ja, das wäre das Allerschärfste. Ja. Das auch heute und ein Kühne, der die ganzen Millionen reinsteckt, der wird sich nicht zufrieden geben mit einem Vorstandsvorsitzenden, der sich hinstellt und sagt, ja, tut mir leid, also kannst du mir jetzt 30 Millionen geben, aber die Liga, die ist zementiert, da kann ich nichts machen, ne? Das ist so ein bisschen mit Bayern München. Das nächste, was ich euch gerne fragen würde, eigentlich steht doch der HSV gegen all das, was er immer hier propagiert hat, oder? Also der HSV ist hoch verschuldet. Der HSV hat sich in Hände von Leuten von außen gegeben. Also eigentlich ist es ja nichts, was irgendwie dafür spricht, wofür er steht. Also theoretisch gesehen müsste er jetzt dem HSV sagen, ja hier Leute, also mehr als Platz 12 ist in den nächsten 5 Jahren nicht drin. Und Friedhelm Funkel kommt jetzt gleich zu uns. Ja, und die Millionen vom Kühne, die nehmen wir erstmal nicht mehr, weil wir sind unabhängig. Genau. Aber wir die zahlen wir dem erstmal zurück. 15 genau. bis 12 geben wir uns zufrieden. Ne, wir zahlen die zurück, was er uns jetzt bis jetzt gegeben hat. Und da. Auch eine Variante, ja. Ja, also absolut nicht nachvollziehbar, diesen Schritt zu tun. Ich meine, da kannst du an so einem Verein hängen noch und nöcher, aber ihm müsste doch auch, er ist so lange noch im Geschäft, dass ihm doch auch eigentlich klar sein muss, dass er dabei keinerlei Gewinn oder Vorteil für sich rausziehen kann, sondern dass er einfach... Das ist halt der gleiche Punkt, den wir schon hatten als beim Fehner. Also du kannst auf die Ex noch stehen, aber du musst wissen, dass es nie gut geht. Es ist halt, Alex, wie du es auch schon gesagt hast, ich glaube, hier schwingt diese absolute Romantisierung von gewissen Traumszenarien schwingt einfach durch. Und natürlich ist es schön zu denken, ach, jetzt gehe ich zum HSV und jetzt führe ich den ins gesicherte Mittelfeld und dann geht's nochmal nach Europa und dann trete ich ab. Jo, weißt du, das ist halt auch Fußball und andere Vereine sind im HSV auch schon über Jahre hinweg überlegen. Ich bin gespannt, ob er sowas dann auch die ganze Zeit sagt, weil der HSV hat ja diese finanziellen Mittel. Ja, aber trotzdem, diese Unordnung, die da herrscht, die musst du wirklich auch erstmal aufräumen. Und ich weiß nicht, ob er überhaupt die Kraft dazu hat. Ganz ehrlich, bei mir, ich habe das Gefühl gehabt, in den letzten Jahren in Frankfurt war es auch so, dass er zunehmend kraftloser war. Woher bekommt er denn diese Energie jetzt? Ja. Richtig. Nee.
Kann er jetzt eigentlich nicht benutzen, weil Geld ist jetzt da. Theoretisch gesehen, nach seiner Logik, die er hier immer gesagt hat, müsste er jetzt theoretisch erfolgreicher sein, weil der HSV ist ja ein Verein, wo er gesagt hat, ja, schauen Sie sich Vereine wie ein HSV an, die haben ein Spieleretat von XY und wir nur das und das. Jetzt ist er in der Position. Also von daher müsste er sich jetzt theoretisch an den eigenen Worten aus der Vergangenheit messen lassen. Und da kann er gar nicht gewinnen. Der kann froh sein, wenn er die da hält, wo die gerade sind. Eine Frage. Und zwar, kann es sein, dass sich Bruchhagen dadurch herausgefordert gefühlt hat, dass er jetzt nach seinem Abgang so gut bei der Eintracht läuft? So sieht's aus. Weil er ja auch noch, erinnert euch noch an das Interview, wo er einmal ganz kurz gesagt hat, ja, alles, was bei der Eintracht gerade passiert, ist auch ein Ergebnis aus den Sachen, die wir in den vergangenen Jahren hier gemacht haben. Ja, genau. Wo Digga, schon Rechtfertigung gesucht hat. Ja, genau so. Ich hatte genau denselben Gedanken, Marvin. Ich habe gedacht, der sitzt daheim und denkt, Alter, was geht denn mit Eintracht jetzt ab? Das ist ja echt heftig. Da ist alles stabil und die holen plötzlich exotische Spieler, die die haben ganz andere Dinge gesagt, die ich propagiert habe, weil wollte ja nie Spieler verkaufen, er wollte ja nie das machen. Und jetzt hat er wahrscheinlich gedacht, so, weißt du was, jetzt zeige ich es euch nochmal ein. Ich bin sehr gespannt. Meiner Meinung nach kann er echt nur verlieren, weil eigentlich müsste ihm alles, was er immer gesagt hat, um die Ohren fliegen. Ist aber durchaus, also ich finde es einen guten Punkt, dass er sich vielleicht da jetzt wirklich einfach an der Ehre gepackt fühlt und sagt von wegen, okay, ich zeige euch dann doch nochmal, wie das funktioniert und ich bin noch nicht ganz weg vom Fenster. Aber auch dann finde ich, er kann dabei nur verlieren. Das kann nicht gut ausgehen. Ich kann dem nichts Positives abgewinnen, aber nun gut. Vielleicht überrascht er uns. Vielleicht wird er jetzt zum Magier des Jahres 2017 gewählt und er ist der dann Hamburger David des Jahres. Ja, wer weiß. Vielleicht schafft er es mit 68, sich selbst neu zu erfinden. Ich würde es ihm wünschen, aber momentan sind meine Bedenken größer als die positive Sichtweise darauf. Was ganz, ich muss noch einen ganz leichten Zweifel anmelden. Ich muss einen ganz letzten Zweifel noch anmelden. Marvin hat gesagt, der ist 68, der Kollege. Der ist 68. Und er ist in der Position, wo die Sachen, die du jetzt quasi anstößt, das sind ja keine Sachen, die sofort fruchten. Also er ist ja nicht der Trainer. Wenn du ein Trainer bist, kannst du sagen, so, bam, ich habe hier das Ruder akut im Tagesgeschäft umgerissen. Wir haben jetzt XY die Position für die nächste Saison. Er ist ja einer, die Sachen, die er jetzt anstoßen will, die dauern mindestens 2,5 Jahre. Zu sagen, okay, wir sind schuldenfrei, wir sind ruhiger, die Strukturen sind besser geworden, die Verantwortlichen im Verein ziehen alle an einem Strang. Das könnte er theoretisch alles erst erreichen, wenn er schon in den 70ern dann ist. Ich weiß nicht, was er vorhat. Also das mit dem Ric Flair passt tatsächlich. Wenn du bei Ric Flair denkst, dass er im Ring irgendwann stirbt, wird Bruchhagen wahrscheinlich irgendwo auf der Tribüne dann einschlafen. Und das ist halt das Ding. Bei Ric Flair, jetzt hören wir auch gleich auf mit diesen Vergleichen, aber da war wenigstens der Vorteil, dass es halt eine Liga gibt oder halt eine, die sagt, nee, weißt du was, du steigst nicht mehr in den Ring. Wir sind die Einzigen, die das sagen dürfen, ob du in den Ring steigst oder nicht. Und für uns, die deine Geschichte ein bisschen mitträgt, steigst du nicht mehr in den Ring. Also es gibt da wenigstens noch einen Halterungsmechanismus, also einen Stoppmechanismus, aber Bruchhagen hat den anscheinend nicht, weil immer wieder ein neuer Depp aufsteht und sagt, ach doch, bei uns könntest du doch arbeiten. Ne? Und das ist halt das Problem. Naja. Es wird spannend zu sehen, wie das da abgeht. Er soll mir bloß nicht meinen Tipp kaputt machen. Ich habe gesagt, der HSV spielt Relegation. Das will ich sehen dieses Jahr. Befürchte, das wird leider nicht eintreten. Der HSV wird sich retten. Nee. Aber das habe ich schon gesagt, bevor der Bruchhagen aufgeschlagen ist. Ja, ich halte da trotzdem dran fest. So, wir kommen in die letzten beiden finalen Kategorien. Dummschwätzer der Woche. Wir müssen noch einen vom letzten Mal auflösen. Das ist in der Tat schon aus der Woche 47 gewesen, weil wir doch dazwischen irgendwie wenig hatten. Also wenig an Podcasts hatten. Und gewonnen hat mit knapp 43% der Herr Ismaik, was mich jetzt nicht weiter verwundert. Wen haben wir denn für diese Woche? Ich bleibe dabei bei dem, was ich hier in unser Dokument geschrieben habe. Ich nominiere Sandro Wagner für seine Aussage mit von wegen, es war ihm wichtig, fair zu bleiben, weil das für mich eine absolut gestellte und manipulative Aussage war, die ich nicht anders wahrnehmen kann. Das hätte er sich auch wunderbar ersparen können und uns allen auch. Bin ich dabei. Ich würde jetzt Uli Hoeneß noch nominieren. Was hat der beste Mann gesagt? Uli Hoeneß hat in letzter Zeit, seitdem er da und wieder unterwegs ist, viele Sachen gesagt, für die ich ihn hätte nominieren können, aber das Aktuellste war der Grund, den er genannt hat, warum er gerne die 50+1-Regel abschaffen würde. Und zwar hat er gesagt, damit die Diskussion endlich aufhört.
Das ist mit schwachsinnigste Argumentation, die ich je gehört habe. Ja, komm, wir machen das, damit nicht mehr darüber diskutiert wird. Was ist das? Wenn ich das auf alle Lebensbereiche anwenden würde, dann wäre Chaos ausgebrochen, glaube ich. War das nicht sogar irgendwie ein Zeitungsding, was uns irgendein Hörer per Twitter geschickt hatte? Ich habe das bei 11 Freunde gelesen. Genau, und ich meine, es hätte uns noch jemand, ich suche gerade den Namen raus, hätte uns das noch per Twitter rüber geschickt. Das muss man natürlich dann auch huldigen an dieser Stelle. Ich suche das mal hier gerade noch raus. Naja, gut, aber Uli Hoeneß baut ja jetzt noch eine gemeinsame Multifunktionsarena mit Didi Mateschitz zusammen. Also super. Freue ich mich sehr für die zwei. Endlich wieder Fußball, wie es sein soll. Genau, so ist es. Uli Hoeneß ist endlich wieder da. Superklasse. Auch so ein Typ. Ganz ehrlich, natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Aber wie kann man denn in dem Alter, warum ist man da so blöd und wieder nochmal zurückzukehren? Er fällt natürlich wesentlich leichter. Aber auch an seiner Stelle hätte ich gedacht, ach, mache ich mir hier doch einen relaxten Lenz. Aber dass der dann wieder zurückkommt, ja, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber das ist in einer gewissen Weise, ist es vielleicht auch ein bisschen Machtgeilheit, die da spielt. Natürlich bei Hoeneß, natürlich unter einem anderen Vorzeichen, der seine Knastgeschichte natürlich nochmal die will er überschreiben mit positiven Dingen, die jetzt mit seiner Regentschaft wieder passieren. Kann ich alles nachvollziehen, aber auch da sage ich, alte weiße Männer, die einfach machtgierig sind, die nerven mich auch schon ganz schön. Ich wollte gerade sagen, der hätte auch eigentlich zum HSV zurückgehen können, oder? Also, ja. Das wäre was. Ja, einen Posten gewesen. Frei, ne? Hätte er nochmal Geschichte schreiben können. Dann hätte er da hätte er mal beweisen können, was er jetzt aktuell noch drauf hat. Hat Lewandowski eigentlich auch eine Nominierung verdient für seine Reaktion auf sein Abschneiden beim Ballon d'Or? Nee. Die finde ich cool. Findest du? Was war denn? Also keine Ahnung. Also Lewandowski hat den Ballon d'Or als Kabarettveranstaltung bezeichnet, nachdem er nur auf Platz 16 gelandet ist und Cristiano Ronaldo mal wieder verdient gewonnen hat im Vergleich zu ihm, weiß ich nicht. Was für ein Höhenflug mal. Was kann man denn für einen Höhenflug haben? Also da, ich meine ja nicht jetzt persönlich auf ihn, aber dass diese Veranstaltung eine Kabarettveranstaltung ist, da gebe ich ihm recht, ehrlich gesagt. Ja, aber das sollte man als Unbeteiligter twittern und nicht als einer der Verlierer der Runde. Es kriegt so ein bisschen einen faden Beigeschmack, das ist schon richtig, aber das ist schon eine sehr... Aber diese Veranstaltung ist doch für den Arsch. Was soll denn dieser Quatsch? Ich wusste bis heute gar nicht, dass das schon wieder vergeben wurde. Das ist doch alles... Aber das hat doch gar keine Bedeutung mehr. Ja. Weißt du, Wie Weihnachten einfach jedes Jahr, ne? Ja, aber das wird auch jedes Jahr unspektakulärer. Das ist wie, weißt du, keine Ahnung. Ach, ich will jetzt keine Vergleiche nutzen, die jetzt, aber das ist doch scheiße. Da ist doch keine Spannung mehr dabei. Und natürlich ist Ronaldo, der maßgeblich daran beteiligt war, dass Portugal überhaupt die Europameisterschaft jetzt gewonnen hat. Das ist verdient. Aber da sind immer noch nur die gleichen Hansels und auch andere, die es vielleicht mal verdient hätten, mal überhaupt da genannt zu werden. Das ist doch alles scheiße. Also das ist doch zum Kotzen. Also das nervt mich. Aber das ist diese typische abgehobene Fußballscheiße. Geh mir weg mit diesem Kack. Ja, eine gute Überleitung zu Football Leagues. Ja, sehr gut. Sind wir denn mit den Dummschwätzern dann durch? Also ich schreibe mal den Herrn Lewandowski hier auf, weil Frau Alex muss ja auch mal wieder einen drin haben. Lewandowski. Gott, wie sich das jetzt angehört hat. Ich ringe noch nach Luft. Kommen Sie, Alex. Oh Gott. Als ich es ausgesprochen hatte, fiel es mir auf und ich hatte gehofft, dass keiner was sagt. Ich wollte nicht sagen, aber es ging. Danke, dass du was gesagt hast. Mir war es lieber, dass diese peinliche Stille endlich vorbei ist. Sendungstitel ist schon jetzt auch schon klar. Oh Gott. Ja, ich freue mich auch, wieder da zu sein. Ja. Ich kann nicht mehr tippen. Das ist ja fürchterlich. Naja. Ja, dann lasst uns doch überleiten zu den Empfehlungen. Ihr hattet es gerade eben angesprochen, Football Leagues. Da gab es einen oder gibt es nach wie vor einen wunderbaren Kurzpass drüben bei den Kollegen vom Rasenfunk. Ja. Geht eine knappe Stunde. Ausragend. Mit dem Spiegel-Journalisten, der die Dokumente bekommen hat, genau. Fand ich eine extrem gute und sachliche Betrachtung des Ganzen und das sollte sich auf jeden Fall jeder, der auch nur ansatzweise ein bisschen was mit Fußball zu tun haben will, anhören. Da führt gar kein Weg dran vorbei.
Und das ist eigentlich zeigt ganz klar, wenn mir heute jemand erzählt, ja, Podcasts, naja, aber ich höre immer noch lieber Radio und so weiter und so fort, da kommt für mich Mehrwert rüber. Leute, hört euch das an und ihr wisst, welchen Wert ein Podcast haben kann. Aus dem aus. Ja. Herausragend gemacht. Super Arbeit. Könnte man eigentlich unter dem Weihnachtsbaum noch mal ein paar Euro platzieren, allein für so eine Folge. Super. Ja, das definitiv. Ich habe auch gar nicht irgendwie gemerkt, dass das in irgendwelchen, ich nenne es jetzt wieder klassischen Medien, weil mir kein anderes Wort einfällt, also außer dem Spiegel großartig irgendwie ein Thema gewesen ist. Also das muss doch beim Kicker immer, und so weiter immer noch auf Platz 1 stehen. Das sind die Leute, die selber Geld investieren, die werden den Teufel tun und probieren, das komplett runterzureißen. Ja. Glaube ich. Aber da sind schon echt lustige Sachen auch dabei, finde ich. Also zum Beispiel, echt, was wir jetzt haben. Die absurdesten Sachen, diese Vertragsklausel von Balotelli, habt ihr das gelesen? Nee. Das Balotelli hat bei Liverpool in seinem letzten Jahr einen Vertrag drinstehen gehabt, dass er 1 Million Euro Prämie kriegt, wenn er weniger als 3-mal wegen Treten, Spucken, Verletzen und asozialem Verhalten auf dem Platz vom Platz. Finde ich total geil. Das ist eine super Klausel, oder? Ja, aber wenn es funktioniert? Er hat ja nicht, der hat ja fast gar nicht gespielt. Der hätte gar nicht die Chance gehabt, so viele rote Karten zu kriegen. Naja, auf jeden Fall. Es ist, wir haben auch in dieser feinen Familiensendung hier oft solche Dinge vermutet, dass wir gedacht haben, ach, da wird hier das gemacht und da wird bestimmt das gemacht. Wenn man das aber dann trotzdem nochmal liest, dann hast du echt das Gefühl, boah, Leute, also da sind... Man muss es auch nicht übertreiben. Also es ist jetzt nicht so, dass mich das irgendwie komplett überrascht, aber das ist schon echt teilweise echt asozial auch. Ja, aber ist das nicht eigentlich viel erschreckender, dass es einen gar nicht so sehr überrascht? Naja, für mich stellt es einfach nur eine größere Distanz zu diesem ganzen Konstrukt her, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist für mich ein ganz deutliches Beispiel, warum ich mich theoretisch oder so emotional davon irgendwie ein bisschen entfremden kann. Aber gut. Ja, aber jetzt nochmal dieses Ausmaß zu sehen, wie das dann ist, und das ist schon, also ich finde das schon erschreckend an der Stelle einfach, ja, also. Das ist schon grandios, ja. Ja, was wieder Marvin sagt, das ist im Endeffekt nur noch so ein weiterer Episodenpunkt in den Sachen, die man sowieso auch auf emotionaler Ebene schon gespürt hat, dass man irgendwie zum Beispiel in den letzten Jahren, wenn Champions League Spieltag war, nicht mehr diese Vorfreude hatte, zu denken, boah, geil, heute ist Dienstag, heute ist Champions League. Ich habe, glaube ich, ehrlich gesagt, von dieser Gruppenphase jetzt fast gar nichts gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Außer ein paar einzelne Fetzen. Warum? Ja, wenn es mal nebenher lief, aber so ansonsten. Ich gucke am fünften Spieltag in Livescore rein, siehst du, ja gut, erster, zweiter steht eh schon fest. Gut, vielen Dank. Ja, aber diese Champions League-Geschichte, das ist auch das Langweiligste auf Gottes Erden im Moment. Also, ja, aber war es aber nicht immer. Das war geil und es tut mir total weh. Ich habe Dienstag, Mittwoch oder noch mehr das habe ich aufgefressen. Champions League ist für mich, während ich am Wochenende mit den Rumpelfußball der Eintracht gesehen habe in den früheren Jahren, also vor ein paar Jahren, da war ich froh, am Wochenende mal geilen Fußball mit geilen Leuten und spannende Spiele zu sehen. Heute ist es für mich mehr oder weniger krass random, und was jetzt noch dazu kommt, wenn jetzt die Anstoßzeiten weiterhin noch auseinandergeklopft werden. Ey, was ist denn los mit euch? Kommt mal fucking klar. Wollt ihr den Fußballsport komplett kaputt machen? Ihr seid auf dem besten Wege dahin, euch komplett irrelevant zu machen, weil ich gehe diese Entfremdung irgendwann nicht mehr mit. Da habe ich keinen Bock drauf. Nee, ich auch nicht. Ich mache es ja jetzt auch schon nicht. Also es ist echt, ich habe es jetzt in den letzten paar Jahren echt bemerkt, dass mein Konsum von so Sachen wie alle Spiele, alle Tore, egal ob Champions League oder dann auch teilweise Bundesliga, ist echt zurückgegangen. Und früher hätte ich mir das niemals entgehen lassen. Es wäre niemals mir passiert, dass ich, wenn irgendwie was Geiles passiert wäre, dass ich mir nicht zumindest alle Spiele, alle Tore anschaue, wenn ich vielleicht mal Zeit habe. Oder wenn Dortmund gegen Real spielt, dass ich sage, okay, ich gucke das ganz sicher. Nee, ich habe teilweise auf der Couch gelegen und habe mir, was weiß ich, NXT TakeOver angeguckt, wohl wissend, dass Champions League gelaufen ist. Also das wäre jetzt früher bei mir nicht gegeben, ehrlich gesagt. Zumal NXT TakeOver könnte ich ja theoretisch gucken, wann ich will. Also von daher, ja, und sowas trägt natürlich dann dazu bei auch. Also wenn du dann sowas liest, dass du dann denkst, ja, gut. Und die Bundesliga ist ja das Nächste. Im Moment, ich interessiere mich fast nur noch für die Eintracht, ehrlich gesagt. Wenn ich dann sehe, Leipzig ist Erster und dann ist hier noch Bayern und diese ganzen Diskussionen, den Doppelpass kannst du dir nicht mehr anschauen.
das ist dann, glaube ich, das Nächste, was mich so ein bisschen wegstreiben wird. Zu sagen, okay, ich gucke jetzt nur noch die Eintracht, weil die Bundesliga an sich dann mich dann auch nicht mehr bockt, wenn dann Ingolstadt gegen Wolfsburg spielt oder sonst irgendwas. Also ich weiß nicht genau, ob die sich da nicht ein bisschen vergaloppieren in ihrem Wahn, alles über zu kommerzialisieren und diese Schiene weiterzufahren. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es ganz, ganz viele dann noch schauen. Und du hast diesen Auffangbecken, was England zum Beispiel, England hat ja zum Beispiel in England auch viele von den wirklichen Fußballfans verloren, weil die sich nicht mehr mit dem Produkt Premier League identifizieren können. Die konnten das aber auffangen mit ausländischen Fans. Kommen halt Leute aus Asien und sonst irgendwas und schauen sich die Spiele an. Ich denke aber, dass die Bundesliga hat diesen doppelten Boden nicht, ehrlich gesagt. Wenn die Fußballfans in der Bundesliga der Bundesliga den Rücken kehren, dann wird es nicht dadurch aufgefangen, dass in Malaysia die Leute sich die Spiele anschauen. Sorry, also da. Ironischerweise glaube ich, dass am ehesten noch eine Mannschaft wie die Frankfurter Eintracht, so absurd das jetzt alles klingen mag, natürlich, die Möglichkeiten hat, hier da noch eine Nische zu finden. Denn zum einen haben wir einen sehr internationalen Kader, der potenziell die Möglichkeit hat, viele unterschiedliche Leute aus anderen Nationen anzusprechen. Und zum Zweiten ist Frankfurt halt immer noch ein Hub. Und da wird's Hoffenheim und Ingolstadt wirklich halt schwerfallen. Und Darmstadt, es tut mir wirklich leid, aber Darmstadt wird's auch schwerfallen. Ja, aber auch Augsburg, Mainz, Leverkusen, ja. Hoffenheim, alle, die da jetzt mitmachen. Und selbst Leipzig auch noch. Also von daher, es ist, wie du es gesagt hast, die Bundesliga hätte theoretisch nur eine Chance, wenn wirklich diese großen Zugpferde da oben stehen würden, aber passiert ja momentan nicht. Und wenn, ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Weil es gibt ja auch immer wieder Gegenbewegungen, wenn man sieht, es gibt viele Leute, die zum HFC Falke zum Beispiel gehen. Dann gibt es in Dortmund gehen teilweise noch die Leute zu den Amateuren. Bei Eintracht war das auch mal eine Zeit lang so. Also die müssen nur aufpassen, dass die mit den Leuten, die den Fußball leben und die auch für Stimmung teilweise sorgen, dass sie nicht zu bunt mit denen treiben. Aber sie machen es trotzdem auf so eine schleichende Weise, wie der RMV seine Preise erhöht. Immer mal 10 Cent, hier mal 10 Cent und jetzt fangen die an mit 13:30 Spielen, dann haben wir über 5 Montagsspiele. Das ist einfach nur, um uns daran zu gewöhnen, dass es irgendwann immer so sein wird. Und dann weiß ich nicht, ob ich montagsabends dann noch Bundesliga anschaue. Weiß ich, keine Ahnung. Gut, ich denke, wir haben es eigentlich für heute. Oder hast du noch was? Ich habe noch zwei Empfehlungen. Ich empfehle natürlich den Eintracht-Podcast-Slack. Ne? Jetzt auch mit Frau Alex. So, Alex. Ich check's immer noch nicht. Ich habe die ganze Zeit nicht. Wir erklären dir das nochmal. Ja. Und weil wir ja auch gerne mal andere Podcasts empfehlen und weil das thematisch gerade auch so zeitlich ganz gut passt, empfehle ich die letzte Ausgabe von Logbuch Netzpolitik, die sich unter anderem über einen längeren Zeitraum jetzt mit der Geschichte der Auswertung und Wahlmanipulationen um die Trump-Geschichte beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt mit dieser Facebook-Geschichte, wo sie eben anhand von relativ einfachen Fragen und dem Beobachten der Profile genau die Leute in solche Cluster packen können und darüber gezielte Wahlansprachen machen können. Und der eine von den beiden hat lange sich mit Psychologie beschäftigt und hat das Thema mal so ein bisschen aufgedröselt. Und gerade für jemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt oder beschäftigen sollte, weil demnächst sind auch bei uns wieder Wahlen, dem empfehle ich wärmstens, sich das anzuhören. Das ist eine etwas längere Folge, aber dann holt euch zumindest den Teil an, wo es eben um diese Geschichten für diese Wahlmanipulationen geht, weil es doch ein sehr wichtiges Thema ist. Jojo. Jojo, und dann würde ich sagen, sind wir durch. Es ist Dienstagabend, 22.22 Uhr. Es war eine illustre Prost. Runde. Prost, genau. Ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann freuen wir uns über Feedback, empfehlt uns weiter und ja, ansonsten guckt mal unter eintracht-podcast.de/support vorbei, da gibt ihr noch ein paar andere Möglichkeiten, wie ihr uns unterstützen könnt, unter anderem ein Affiliate-Link für Amazon. Also wenn ihr jetzt demnächst bei Amazon Weihnachtsgeschenke shoppen wollt, dann macht das doch über unseren Link, dann bleiben so 2-3 Cent bei uns hängen und ihr müsst nicht mehr bezahlen, aber ein guter Weg, um uns zu supporten. Aber viel wichtiger für uns ist natürlich euer Feedback und dass ihr uns weiterempfehlt, weil es gibt noch eine Menge Leute da draußen, die den Eintracht-Podcast nicht hören und das kann doch auf Dauer kein schönes Leben sein. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch. Wir müssen mal gucken, wie wir das mit nächster Woche machen, weil dummerweise die Bundesliga auf unseren Aufnahmetag fällt. Aber da finden wir eine Lösung.
Und von daher behaltet auf jeden Fall mal unsere Social Media oder diesen Slack-Kanal im Auge. Da kommen dann die aktuellen Termine rein und ja, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende. Allen, die nach Wolfsburg fahren, viel Spaß und ja, wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Macht's gut!